gespannt auf Spider-Man, weil von dem Spiel habe ich ja eigentlich nur Gutes gehört. Aber immer, wenn ich mir so Trailer oder Gameplay angeguckt habe, habe ich mir so für mich gedacht, weiß nicht. Ist, glaube ich, nicht meins. Und jetzt schauen wir mal. Ist es meins oder nicht? Das Spiel habe ich, seit Monaten, habe ich in einem Sale irgendwann gekauft und seit Monaten liegt hier rum und wartet im Grunde auf den nächsten 24-Stunden-Stream. Dafür habe ich es wirklich gekauft. Jetzt bin ich gespannt. Vielleicht ist es total geil. PS5. Ach so, aber ich bin mir gar nicht sicher, ne? Ich glaube, das PS5-Upgrade müsste man irgendwie nochmal für 30 Cent oder so dazu kaufen. Das habe ich nicht gemacht. Wenn das Upgrade nicht automatisch gemacht wurde, und das ist es, glaube ich, nicht, dann dürfte das jetzt die PS4-Version sein. Glaube ich. So, viele neue Spiele. Erstaunlich. Die Einstellung ist für Spieler, die ein ausgeglichenes Erlebnis mit Gewissen... Ich meine, das ist, glaube ich, die Standardeinstellung, weil da war der Cursor am Anfang. Nehmen wir die mal. Barrierefreiheit unten oben, Heimkino. Achso, Untertitel machen wir mal ein, ne? Oh, ist das schön. Und jetzt geht's echt los, oder wie? Ich muss keine Nutzerbedingungen zustimmen. Nicht wie bei Assassin's Creed gerade mich durch 100 Menüs klicken. Das ist schon mal gut. Das mag ich. Das gibt schon mal einen Pluspunkt. Schwierigkeitsgrad. Hier willst du noch was feintunen? Nee, na dann los. Schön. Warte mal ganz kurz, ich muss ganz kurz schneuzen, unbedingt. Sorry, bin gleich wieder da. So, Entschuldigung, weiter geht's. Also, aber falls das die Frage war, das ist quasi das erste Spider-Man, nicht des Miles Morales jetzt. Das von 2019. Isst er seine Fäden mit, wenn er sowas macht? Es wurde sensationell.
82 beim Fifth Tower. Alle Einheiten standby. Haftbefehl kommt. R2. Ich habe vor langer, langer, langer Zeit mal ein Spider-Man-Spiel auf dem GameCube gespielt und das hat mir eigentlich echt viel Spaß gemacht, auch wegen dem Schwingen. Und wenn das hier gut gemacht ist, und das wirkt bis jetzt ganz cool, dann hat das Spiel eh schon halb gewonnen, finde ich. Gute Nacht, Klude. Ja, es ist wieder 10, ne? Ne? Ich hätte auch gern. Ich meine, ich weiß schon, es ist bei dir hormonbedingt und vielleicht gar nicht so angenehm immer, aber ich hätte auch gern so einen festen Schlafrhythmus wie du. Das ist schon cool. Gute Nacht, auf jeden Fall. Okay, drücke X, während du R2 gedrückt hältst, schneller zu werden. Oh Gott, ich weiß nicht, ob ich das will. Habt ihr ihn schon geschnappt? Nein, wir sind am Fisk Tower. Warten aber noch auf den Haftbefehl. Was dagegen, wenn ich mitmische? Du weißt, wie seine Anwälte sind. Es muss alles nach Vorschrift laufen. Komm schon, Yuri, ich habe 8 Jahre darauf gewartet. Du möchtest wirklich helfen? Dann auf zum Times Square. Wie es aussieht, halten seine Männer meinen Nachschub auf. Alles klar, bin schon fast da. Oh, so schade. Oh, fast schade, dass ich jetzt nicht gegen die Wand geklatscht bin. Aber sonst wären wir natürlich nicht Super Spider-Man. Es gibt keinen Fallschaden. Das macht mir... Das finde ich jetzt schon gut. Das ist wirklich so ein bisschen wie der alte GameCube-Teil. Jetzt fehlt nur noch, dass ich hier... Aber das geht anscheinend nicht. Aus der Position Fäden oben an die Kante schieße, damit ich mich gleich instant hochziehe. Aber gut. Dafür kann ich die Wand einfach hochlaufen. Ah doch, das geht doch. Hey... Das ist echt wie der alte GameCube-Teil oder auch PlayStation 2-Teil. Nur in viel moderner natürlich und zeitgemäßer. Ja, das mag ich schon mal. Es gab auch, ich habe auch auf dem GameCube zu der Zeit ein Hulk-Spiel gespielt. Das war auch richtig gut. Parker, wo sind Sie? Wir müssen mindestens wie hieß das gleich nochmal? Bevor die Fachkommission eintrifft. Oh, ja, tut mir leid. Ja, ich war gerade beschäftigt. Persönliches Problem. Ich komme sofort. Versprochen. Ich sollte das schnell erledigen und dann zu meiner echten Arbeit. Moment, was ist denn seine echte Arbeit? Ist Spider-Man seine echte Arbeit? Spider-Man sein? Oder was meint er damit? Yuri scheint die Kavallerie angefordert zu haben. Zeit für den Rambock. Nicht der Rambock. Kommt jetzt Rhino? Warum nicht? Könnt ihr sein. Nee, es kommt nur ein langweiliger Lastwagen. Schade. Auf eine Portion Schmerzen zum Frühstück? Was ist Lust, deinen Spinnensinnblitz damit über deinen Kopf ausweichen? Ja, aber wie weiche ich denn aus? Ach so. Vorsicht, ich habe heute Lust, mich zu prügeln. Der nächste bitte. Irgendwer schießt da wer auf mich. Polizei? Schießt ihr da auf mich? Nee, warte mal, du bist nicht die Polizei. Ich glaube, der ist tot. Zumindest schwere Verbrennungen wahrscheinlich. Was soll ich machen? Jetzt knallt ihr doch ab!
Fisk hat eine Menge Typen auf seiner Gehaltsliste. Ah, jetzt verstehe ich. Ja, schade. Da war der Laternenpfosten im Weg. Spider-Man, wie sieht's aus? Fast fertig hier. Und bei dir? Wir gehen jetzt rein. Bin gleich da. Ich freue mich schon auf Willys Gesicht, wenn du ihm die Handschellen anlegst. Alter, das war gerade ein Gullideckel. Der ist sowas von tot. Spider-Man ist ein bisschen krass in dem Spiel. Ein Gullideckel mit so viel Schwung draufkriegen. Das ist nicht gesund. Naja. Okay, Yuri, erledigt. Was ist? Oh oh, it's a trap. Das war alles Yuri, nur eine Ablenkung. Yuri. Ich wusste, dass Fisk nicht einfach abdanken würde. Verstärkung und riegelt den Luftraum ab. Yuri, alles okay? Wenn er es aus dem Gebäude schafft, verlieren wir ihn. Na, ich werde dann mal. Dann mal los. Ja! Es ist soweit, Willy. Na los, na los, geht weiter! Aufgepasst! Hey, wo willst du denn hin? Fang! Ich mach den Weg frei, folgt mir! Nach dir, Spider-Man! Wir schaffen das! Was los? Baue Fokus auf, indem du Gegner angreifst. Okay. Halte Bonusfokus. Schlechte Nachrichten! Okay. Ihr schafft das nicht, Kumpel! Oh, vielen Dank für euer Vertrauen, Jungs! Das nennt man wohl feindselige Arbeitsumgebung. Gefällt dir das, Spider-Man? Guck eigentlich auf dich. Nee, das gefällt mir gar nicht. Mach den endlich fertig. Habt ihr auf Schmerzen gefasst? Ich glaube, wenn man da mal ein bisschen drin ist und einen Flow hat, ist das auch ein ganz nettes Kampfsystem. Ist schon sehr wie aus den Batman-Spielen. Aber ein bisschen mehr Flow vielleicht. Wohl, eigentlich genauso. Mehr Reichweite vielleicht. Nutze Fokus, um dich zu heilen. Je mehr Fokus du hast, desto mehr kannst du dich heilen. Unten. Runter, runter, runter! Ich muss die Schützen ausschalten. Das waren alle. Und ich glaube, der ist auch tot. Spider-Man bringt die Leute links und rechts um hier. Die Aufzüge sind abgeschaltet. Nehmt die Treppe. Batmobil. Mit dem Batmobil fahren war auch cool in dem letzten Batman-Spiel. Das stimmt. Ich mag es lieber etwas direkter. Das hat mir auch gefallen. Vor allem dieser Wechsel zwischen Panzermodus und Automodus. Wenn man das ein bisschen drin hatte, konnte man da voll coole Stunts machen. Das war cool. Stellt niemand die Aufzüge an. Unsere Helis sind unter Beschuss. Und Fisk hat bewaffnete Männer auf jeder Etage. Er ist verzweifelt. Und wehrt das sich mit allem, nicht. Was er hat. Dammit. Okay. Ich krabbel einfach. Wir haben ein Gespräch abgehört. Sie löschen alle Daten von ihren Servern. Wir brauchen Beweise, wenn wir ihr Ding festmachen wollen. Okay, auf in den Serverraum. May ruft an. Ich gehe besser ran. Hallo, Tante May.
ein Lärm. Ich sehe mir einen Superheldenfilm an. Was gibt's? Wollte nur fragen, ob es bei unserem Abendessen morgen bleibt. Na klar. Hey, ich muss los. Okay, hab dich lieb. Ich dich auch. Feinde im nächsten Stock. Ein Stichwort. Spider-Man. Du weißt, was Privateigentum heißt? Das ist schon cool. Fokusleiste voll. Jetzt können wir Finisher machen. Aber wie? Festhalten, damit er nicht. Dachtet ihr denn wirklich, so, dass das gut aussieht? Aber das geht nur einmal, oder wie? Na gut, okay, von mir aus. Nee. Und der nächste. Der ist sowas von tot. Na, denkt ihr über euer Leben nach? Verdammt! Das ist für den Boss. Au, oh, meine schöne Fokusleiste, du Penner. Ich muss den Serverraum finden, bevor alle Beweise vernichtet sind. Serverraum. Ah, okay. Wenn ich hier reingehe, zerstören sie alle Beweise. Ich muss mich irgendwie reinschleichen. Da ist er ja. Was? Wer? Wo? Ich weiß zwar nicht, von was er redet, aber... Ah, okay, gut. Mein kleiner Privateingang. Fisk ist zwar ein richtiger Schmutzfink, aber seine Luftschächte sind echt sauber. Alles gelöscht wird. Das Löschen geht eben nicht schneller. Niedlich, wenn sie so nichts ahnend sind. Sie hätte es geschafft. Noch eine Minute oder zwei. Ob die Kopf wissen, wo wir sind? Bin ich hier beim Support? Ich habe mein Passwort vergessen. Spider-Man! Löschte nicht an die Konsole! Das wird dir das Monster. Warnung! Komplette Löschung steht bevor. Und ich fand die Typen bei meinem letzten Job unhöflich. Für immer. Mal sehen, wie gut die Sicherheitsvorkehrungen sind. Oh, ihr habt den letzten Kernelpatch vergessen. Du versteckst dich im Serverraum. Wie feine. Sogar für dich. Sagt der Typ, der gerade seinen Suchverlauf löscht. Nach all den Jahren. Bist du immer noch bloß ein dummes Kind? Stimmt, aber das macht meinen Charme aus, oder? Verdammt! Brech die Tür auf, sofort! Drum geht ihm! Zerstört alles! Zieh dich um! Mein Werk! Oh Gott, das sind jetzt schon zu viele Knöpfe und Möglichkeiten. Na, einmal habe ich einen aufgeblasenen, vollgefressenen Gangsterboss noch vor dem Frühstück ausgeschaltet. Zertrümmert ihn! Ohne mich gerät der Abschaum, den ich in Schach gehalten habe, außer Kontrolle. Und das ist deine Schuld. Es war ein weiter Weg, Fisk. Wie traurig, dass er zu Ende ist. Er fängt erst an. Tja, dann mach dich besser bereit. Ich glaube, ich muss den noch verhauen, oder? Wie lange kann ich denn diese Kombo machen? Ach, bis er besiegt ist, wirklich. Na gut, von mir aus. Hallo, Chris. Ach so, warte mal, stimmt. Ändern wir schnell. Wir sind natürlich schon bei... Spider-Man? Hallo? Gibt es das vielleicht bei euch? Wie heißt das denn genau? Das Spiel hier. Es heißt Marvel Spider-Man. Na dann, okay. Da haben wir es. Update. Okay, weiter geht's.
Was ist denn das? Ein Fokusmodus? Ein Spider-Sinn-Modus? Kann ich den jederzeit aktivieren? Immer, wenn ich mag. Das ist ja voll gut. Yuri, eine Explosion. Ich hab's gesehen. Fisk könnte alles verdrahtet haben. Ich schicke das Bombenkommando. Ich werde ihn freie Bahn verschaffen. Töte dich, sonst tötet der Boss uns. Oh. Gefällt dir das Feuerwerk? Wir haben noch mehr davon. Es hat auch so ein bisschen was von Devil May Cry. Das Kampfsystem. Schon fast. Ha, mach dich auf Schmerz. Ich glaube, das waren alle. Und jetzt müssen wir weiter nach oben, oder? Glaube ich. Moment mal. Hey Jungs, ich glaube, Bomben gehören zu Willys Fluchtplan. Sie scheint festzusitzen. Kümmere dich um sie. Wir suchen die Bomben. Okay. Ist da jemand? Los, alle weg! Evakuiert das Gebäude! Ich habe da hinten auch Leute gehört. Ich werde sie finden. Wo denn hinten? Ich hätte gern genauere Richtungsangaben gehabt. Spider-Man! Wir können nicht weg! Wir sitzen fest! Ich heb's hoch. Wenn sie frei sind, schnell raus hier. Wer gehen kann, hilft den Verletzten. Verstanden? Los, los, los! Bitteschön. Okay, Willy. Ich komme. Spider-Man, ich bin's, Yuri. Wie geht's, Captain? Könnte besser sein. Unsere Helis haben was abbekommen. Wir mussten den letzten aus dem Verkehr ziehen. Wenn sich Fisk einen Heli ruft, können wir die Landung nicht verhindern. Und niemand, der ihn jagt, wenn er wegfliegt. Warum werde ich das Gefühl nicht los, dass er das die ganze Zeit geplant hat? Weil es wahrscheinlich so ist. Stell dir vor, irgendwann bauen die engere Luftschächte. Schick die Sanitäter, schnell! Dann hat Spider-Man ein Problem. Rocketto Lancia! Jetzt ist Schluss! Rocketto Lancia! Bisschen übertrieben, oder? Was? Ist nationaler Raketentag oder so? Nimm das, Türrahmen. Mann, wie sind die Jungs vom Bombenkommando hier durchgekommen? Schlapp dich! Nur die Ruhe, jeder bekommt was ab. Das ist dein Ende. Sollen wir dagegen tun? Au, mich verprügeln funktioniert scheinbar ganz gut. Ist der jetzt besiegt, wenn ich den nicht da festgesponnen habe? Oder muss ich den noch verhauen? Ah ne, der ist tatsächlich besiegt. Das ist ja nett. Aber der nicht, oder? Nee. Okay, alles klar. Aber den habe ich echt... Aha! Ich kann Leute echt an die Wand kleben. Das ist ja echt witzig, ne? Voll cool. Mir geht's ganz gut, danke. Ja, das ist, ne? Ja. Ja. Ich hab's mir auch gedacht, dass die das Logo von Fisk irgendwie auf ihre Uniform tragen. So von wegen, hey, guck mal, ich bin voll der Terroristenkerl. Yeah, ich hab sogar mein eigenes Logo, aber ich bin eigentlich ein unschuldiger Geschäftsmann und das wissen wir alle. Genau, ja. So ist das.
Wenn du die eingesponnen hast, kannst du sie an die Wand werfen. Aha, interessant. Da muss ich mal noch ein bisschen rumexperimentieren. Die Laufanimation ist ein bisschen komisch, ne? Kann man auch irgendwie sprinten eigentlich? Ah ja, genau, auf der Schwingtaste quasi. Okay, gut. Seid ihr in Ordnung? Du, was denn? Gerade Verstärkung anfordern. Das bin wohl ich. Geh vor. Wir bleiben dicht hinter dir. Okay. Warum redest du eigentlich so? Oh oh. Die gehören in Wirklichkeit nicht zu mir. Zum Glück schlägt mein Spidey-Sense aus. Deswegen hat er so geredet, weil er böse ist. Feinde mit Schild blocken Angriffe von vorne, aber sind von hinten verwundbar. Ich meine, ich bin Spider-Man. Bin ich nicht super stark? Kann ich nicht mit meinen Spinnfäden den ihr läppisches kleines Schild aus den Händen reißen? Ich meine, come on. Naja, okay, von mir aus. Ihr habt von Anfang an mit Fisk unter einer Decke gesteckt? Boah, die Bilder kriege ich nicht aus dem Kopf. Der hat gerade seinen Freund erschossen. Das war keine Absicht. Euer Plan ist also nicht aufgegangen. Dann weiter mit Plan B. Eine ordentliche Tracht prügeln. Na komm schon, schwing doch unter ihm durch. Das hat gerade irgendwie nicht funktioniert. Jetzt. So, kann ich sie nicht auch einfach einspinnen? Nee? Oder wegziehen? Nee, es geht wirklich nicht. Au, dafür können die ganz schön mit dem Schild rammen. Na gut, okay, dann halt so, wie es vorgesehen ist vom Spiel. Hey Yuri, einige deiner Leute standen wohl auf der Gehaltsliste von Fisk. Die gute Nachricht ist, dass das Willys letzte Front war. Ich stehe direkt vor seinem Büro. Und lauf die Wand hoch. Sofort. Versehentlich. Mit Vergnügen. Den Skill lernst du später. Ach so, okay, gut. Affiliate. Ah, cool. Schreibst du deine Memoiren? Vergiss nicht den Bindestrich zwischen Spider und Man. Mach den Heli fertig. Ich komme gleich. Erstaunlich, wie weit du gekommen bist. Aber deine Torheiten enden jetzt. Du weißt schon, dass ich dich immer noch sehe, oder? 8 Jahre lang diese Anmaßung. Oh, für mich? War nicht nötig. Meine Chance abwarten. Oh, that escalated quickly. Au! Oh. Was machst du da? Das sind aber auch die schlechtesten automatischen Geschütze, die ich jemals gesehen habe. Ups, aber ich bin auch der schlechteste Spider-Man, den ich jemals gesehen habe. Insofern passt es wieder. Wie kann das sein? Was ist los, Willy? Du scheinst wütend zu sein. Ich werde dich vernichten. Gib dein Bestes. Ich habe Fisk nie verstanden. Hat der irgendwie Superkräfte? Oder ist er einfach nur ein ziemlich dicker, starker Kerl? Du elende Nerven. Ich war mir da nie so ganz sicher. Oh, aua. Du stirbst genauso nutzlos, wie du gelebt hast. Gib dein Bestes. Der ist ganz schön stark. Aber irgendwie ist der schon übernatürlich stark, ne?
bist der Abschaum dieser Stadt. Ha. Das Gleiche wollte ich zu dir sagen. Ihr wisst, was zu tun ist. Umstellt ihn! An alle Zugriff! Du gehörst mir! Spiel, du triffst es! Ihr Schwachköpfe, ihr seid zum Kämpfen ausgebildet. Also kämpft! Ich will keine Auspuff. Wer bezahle ich euch denn? Nein, ich schaffe das alleine. Dummköpfe! Beenden wir das! Oh nein, der eine Schuss ging daneben. Genug gespielt! Wo bleibt die Verstärkung? Au. Okay, warte mal. Okay. Kann ich den auch irgendwie anvisieren, dass die Kamera auf ihm bleibt? Wenn, habe ich leider noch nicht rausgefunden, wie. Du bist zu weit gegangen, Junge. Nicht diesmal. Ich muss warten, bis meine Netze voll aufgeladen sind. Backbreaker! Oder so ähnlich. Wie tief fallen wir hier eigentlich? Wie hoch ist dieses Gebäude? Sollten wir uns küssen? Vielleicht später. R3 habe ich versucht, das hat gerade nicht funktioniert. Deswegen frage ich ja. Aber vielleicht war das nur jetzt, ne? Vielleicht kommt das noch. Endlich geht's nach Rikers, hä? Huh? Tja, ich glaube, du hast da drin mehr Feinde als ich. Wenn du glaubst, dass das mehr als ein kleines Ärgernis ist. Es sieht ein bisschen aus wie Onkel Fester aus der Adams Family. Ich hab das Gefühl, du wirst es brauchen. Nur nicht ganz so bleich. Idiot! Ich habe in dieser Stadt für Ordnung gesorgt. Ein Monat. In einem Monat willst du mich wieder zurück. Und er hatte recht, weil jetzt kommen... Das Ende einer Ära. Die ganzen Irren. Vielleicht sollte ich Urlaub machen. Hopp! Hopp! Neue Stufe! Stufe 2! Erhöhte Gesundheit! Plus 10 Gesundheit! Ein Fähigkeitspunkt! Gesamtpunkte 1! So, was können wir denn machen? Hochstufen, Fertigkeitspunkte, Erfahrungspunkte, EP-Fertigkeitspunkte. Entweder... Oh, das ist schon nett. Halte Dreieck gedrückt, um eingesponnene und elektrifizierte. Was? Elektrifizierte. Na, meinetwegen Gegner. Okay, zu werfen. Das ist irgendwie lustig. Perfektes Ausweichen. Ne. Ein Schwungtritt. In der Luft gedrückt halten. Ich verstehe. Die Frage ist immer, wo führt das hin? Oh, Geschosse, Raketen zurückwerfen. I like that. Okay, ich verstehe schon, das hier ist der Werfenbaum, ne? Ich mag werfen. Da habe ich jetzt gemerkt im Tutorial, werfen macht mir ziemlich viel Spaß. Und wenn das hier der mit Fäden Sachen rumwerfen Baum ist, ist das, glaube ich, der richtige Baum für mich. Was hätten wir hier als super Spezial? Kettenfinisher ist bestimmt auch cool und so, aber ich glaube, ich werde mich aufs Rumwerfen konzentrieren. Das sind eher so Kombos und so Luftsachen und so.
Nee, das ist nicht meins. Werfen wir Leute durch die Gegend. Also einspinnen und dann rumwerfen wird gelernt. Sehr schön. Ja, ich google das jetzt hier. Mich würde es interessieren. Weil ich habe mir das schon in dem Zeichentrickfilm Spider-Man früher immer gedacht. Ob der irgendwie in irgendeiner Form was kann. Das muss man schnell schauen. Marvel Wiki, der Kingpin. Oder ob der wirklich einfach nur so super, super krasser Bodybuilder ist. Aber das wäre irgendwie komisch, wenn der Kingpin als ganz normaler, dicker, großer Mensch Superhelden verprügeln kann. Das fände ich echt seltsam. Deswegen habe ich mich immer gefragt, der muss doch was können. Aber irgendwie wird das nie angesprochen so richtig, oder? Real Name, Alias, Relatives, Affiliations, Identity, Education, Gender, Origin. Ha, also hier in der Übersicht stehen auch wirklich keine Fähigkeiten. In dem Sinn. Ah doch, Powers and Abilities. Jetzt passt mal auf. Peak Human Strength. Klingt so, als wäre wirklich nur ein Mensch. Besteht fast nur aus Muskeln. Riesengröße entwickelt. Wie ein Sumo-Wrestler. Anscheinend ist er einfach nur so stark, wie ein normaler Mensch maximal werden kann. Einer, so wie Krillin in Dragon Balls. So ziemlich der stärkste Mensch auf dem Planeten. Ha, okay, sieht so aus. Aber jetzt nicht wirklich eine Superpower. Einfach nur, im Endeffekt ist der dann schon fast echt beeindruckend, wenn der wirklich durch Training im Grunde und durch Kampfsport, den er anscheinend auch gemacht hat, auf Augenhöhe mit einem mutierten, Halbspinnen-Supermutanten-Kerl kämpfen kann. Dann ist das schon ziemlich crazy. Extraordinary Skill in Hand-to-Hand Combat. Criminal Genius. Multilingual. Ja, aber nicht wirklich eine Superkraft. Ja, nicht schlecht, Kingpin. Muss man schon sagen. Ne, die anderen haben irgendwie Mutationen und was weiß ich was und Experimente und Roboteranzüge und du bist einfach nur ein krasser Kerl. Das muss man ihm lassen. Abraxa, danke für die Bits. Der Bitregen setzt wieder ein. Das freut mich. Er ist einfach nur ein der Pate von New York. Ja, aber der Pate kann irgendwie nicht unbedingt, ne? Ist nicht automatisch Mr. Universe mit super schwarzem Gürtel Kampfsport-Skills. Aber der Kingpin ist es tatsächlich. Ist schon crazy. Hätte ich nicht gedacht. Dachte irgendwas, ne, so Genbehandlung in der Kindheit. Irgendwas hat er doch bestimmt, aber nie wirklich nicht. Verrückt. Tja, so ist das. Parker, wo sind Sie? Die Kommission wird bald hier sein. Wir müssen einen Gerätetest durchführen. Ich bin fast da. Nur noch ein paar Blocks. Ich glaube, ich mache es selbst. Nein, nicht. Es ist gefährlich. Mir gefällt Docs Enthusiasmus, aber manchmal bringt er sich in Schwierigkeiten. Ich beeil mich, bevor er sich noch wehtut. So dicht über dem Boden schwingen ist natürlich das Beste, ne? Yippie! Oh. Das Schwingen ist cool. Sehr schön. Okay, geschafft. Es wurde, glaube ich, mal angeschnitten, dass er einen schnellen Muskelaufbau in seiner Jugend hatte. Nur gut. Sorry, ich bin zu spät. Wow.
Oh, wird das Dr. Sie Octopus oder so? Die Direktorin der Fachkommission wird bald hier sein. Schon gut, Parker. Ich habe das alles erdacht. Ich komme schon damit zurecht. Die Energiedämpfer. Nicht die Energiedämpfer. Alles, oh, nur nicht die Energiedämpfer. Sollen wir abbrechen? Noch nicht. Ja, ich meine schon allein, wie die Kabel platziert haben, ne? Warten Sie! Dr. Octavius, alles okay? Ein weiterer Rückschlag. Aber wir sind nah dran. Ist jemand verletzt? Nein, das war alles meine Schuld. Die Energielevel waren höher als erwartet. In gewisser Weise ist das eine sehr positive Entwicklung. Es riecht aber nicht gerade positiv. Ich versichere Ihnen, die nächste Phase... Lassen Sie uns nichts überstürzen. Können wir das vielleicht irgendwo anders besprechen? Nehmen Sie sich den Rest des Tages frei, Peter. Aber... Wir reden später. Das war eine Katastrophe. Wie konnte der Dämpfer ausfallen? Der Doc hat gesagt, ich soll mir den Tag frei nehmen. Aber ich... Oh, das sieht übel aus, mein Freund. Na, geht doch noch. Mal sehen, was dir fehlt. Der Stream laggt. Schade. Ich frage mich, warum. Find leider wirklich die Fehlerquelle nicht, weil hier... Ah gut, vor einer kurzen Zeit hatte ich ein paar Bit-Einbrüche, aber jetzt müsste es eigentlich passen. Schauen wir mal. Okay, was haben wir hier? Schaltkreis durchgebrannt. Verdammt. Verdammt. Wenn ich das geprüft hätte, wäre mir das aufgefallen. Ist das so ein bisschen... Na, schauen wir mal. Stelle die Verbindung zwischen dem Startteil und dem... Und... Okay, ich verstehe. Aber kann ich die rotieren? Ja, okay, dann verstehe ich. Geschafft. Tatarata, welches Spiel haben wir denn vor kurzem erst gespielt, das so ziemlich genau die gleichen Rätsel hatte? Bioshock, ja genau, aber auch No More Heroes 2, das Klempner-Minispiel. Das war auch so ziemlich genau das gleiche. Okay, muss die Servosteuerung umleiten. Die Servosteuerung umleiten. Na, Servus. Ach so, warte mal, da gibt es auch Fließrichtung, oder wie? Verstehe ich jetzt nicht, was hier der Unterschied ist, ehrlich gesagt. Ah, jetzt haben wir ein Problem. Oh oh, wie soll denn das jetzt gehen? Dann muss ich alles nochmal zurücknehmen. Nein! Und die leiten in beide Richtungen, oder wie? Okay, gut, ich verstehe, glaube ich. Verstehe nicht ganz, was das für einen Sinn hat, dass die nur in eine Richtung teilweise leiten können, weil ist es nicht egal, je nachdem, wie ich sie dann drehe? Und jetzt die Spannung neu ausgleichen? Aha! Spannung ausgleichen, was Neues. Positive und negative Spannung. Nee. Oder doch? Plus 2 minus 1. Das wäre doch jetzt schon ganz gut, oder? Welche Spannung brauchen wir denn?
Ach so, da oben steht Zielspannung 3. Ach so. Ja, dann machen wir hier halt nochmal eine Plus-2-Spannung rein. Fertig. Nettes Minispiel, aber wie ihr schon schreibt, das ist ziemlich Bioshock und so weiter. Hallo, Floppex. Tada! Mal sehen, ob es geklappt hat. So gut wie neu. Jetzt kann er sogar Dio auftragen. Tsch. Naja, okay. Arm repariert. Doc hat schön. Neue Materialien für Prothesen getestet. Ich sollte es mir anschauen, wenn ich Zeit habe. Warum also nicht jetzt? Ja, warum eigentlich nicht? Was haben wir denn hier? Peter. Ich danke Peter. Nochmal für die Gutachten. Und der Wolf. Kreuzgutachten sind das Rückgrat der Wissenschaft. Bei der Vorbereitung auf die Anprobe stiegen Zweifel in mir hoch und ich fragte mich, ob das wirklich die beste Methode des Gliedmaßenersatzes sei. Töricht, ich weiß, aber ich frage mich, gibt es einen anderen Weg? Doc hat einen neuen Kontaktwerkstoff für Prothesen getestet. Okay, muss ich das jetzt einfach nachbilden oder wie? Ja, anscheinend. Durch das Lichtspektroskop. Hydrogel-Polymer-Komposit. Stark, aber sehr hohe Impedanz. Doc sollte lieber andere Materialien ausprobieren. Okay. Ich sollte verschwinden, bevor ich die Sache für Doc noch schlimmer mache. Ja, das war ein kurzer Arbeitstag. Gute Nacht, viel zu alt für. Ciao, dankeschön. So, viele, guckt euch die ganzen Dogos im Glas da oben an. Es ist crazy und alle bewegen sich. Warum? Was soll das? Spider-Man, hier ist Yuri. Ist Fisk schon in Rikers angekommen? Nicht Rikers. Unser Mann genießt die VIP-Behandlung. Er ist im Raft. Ah, zusammen mit Scorpion, Electro und dem Rest. Fisk wird sich wohlfühlen in dieser Gesellschaft. Kannst du zum Revier kommen? Ich habe ein Problem, das nach deinen einzigartigen Fähigkeiten schreit. Für dich, Yuri? Jederzeit. Bin unterwegs. Oh, das wollte ich nicht. Es gibt eine neue Episode von Just the Facts. Mal sehen, was mein größter Fan über Fisks Niederlage denkt. Willkommen bei Just the Facts mit J. Jonah Jameson, wo Hörer wie Sie die Probleme unserer Stadt besprechen mit dem Pulitzer-Preisträger Zweifachen. Zweifachen, Pulitzer-Preisträger und ehemaligen Herausgeber des Daily Bugle. Hey, mehr Werbung fürs Buch! Und wie immer, wenn Sie Mr. Jamesons Buch Spider-Man Gefahr oder Bedrohung in den nächsten 24 Stunden bestellen, erhalten Sie eine signierte Ausgabe. Keine Widmung, Sie brauchen gar nicht erst zu fragen! Hier ist Just the Facts mit J. Jonah Jameson, wo Sie von Gefahren hören, die Sie bisher gar nicht kannten. Kommen wir gleich zu den Anrufen. Sprechen Sie! Okay, also man muss Spider-Man doch lassen, dass er Wilson Fisk eingebuchtet hat, stimmt? Ich meine, ein Gangsterboss weniger ist für alle gut. Ist das so? Sagen Sie, sind Sie Polizist, Staatsanwalt, vielleicht ein preisgekrönter Reporter mit jahrzehntelanger Erfahrung wie ich? Nee, ich bin Klempner.
Oh gut, dann reparieren Sie mein Klo und halten Sie die Klappe. Ich erkläre Ihnen mal was über Gangsterbosse. Sobald einer weg ist, entscheidet jeder Penner mit Knarre, Jogginghose und kiloweise Goldketten, dass er der nächste Pate ist. Es wird einen Bandenkrieg geben, aber interessiert das diesen bescheuerten Spinner? Natürlich nicht. Er war im Fernsehen und nur das zählt. Ha! Jetzt kann ich Kupferrohre kaufen, ohne jemanden zu schmieren. Bis zu dem Bandenkrieg bin ich auf der Seite des Spinners. Reden wir weiter, wenn drei neue Banden bei Ihnen Schlange stehen, um für das Rohr dreimal zu kassieren. Oder Ihnen die Beine zu brechen. Wiederhören. Ach, eines Tages, Jonah. Ich krieg dich noch so weit, dass du was Nettes über mich sagst. Eines Tages. Okay, ich wollte das nur fertig hören, bevor wir zur nächsten Mission gehen. Und jetzt spinnen wir uns da oben auf das Rotorblatt und kleben uns hier fest und dann schalten wir den Propeller ein. Wow! Vielleicht ein andermal. Was ist deine Ausrede, hierher zu kommen, seitdem du nicht mehr rauchst? Dass ich den ganzen Mist leid bin. Klingt plausibel. So, was wolltest du? Ein Date für den Polizistenball? Hast du einen schwarz-weißen Anzug? Dieses Jahr gibt's keinen Ball. Wir haben zu viel für Oscorps Überwachungstechnik ausgegeben. Das war's wert, oder? Das war's. Bis vor einer Stunde. Das System ist abgestürzt. Stadtweit. Alle Türme. Warum? Es heißt, jemand habe den Hauptserver sabotiert. Und jetzt sind alle Türme offline. Hm. Ein Insider? Kann sein. Das kriege ich noch raus. Jetzt müssen wir die Türme wieder zum Laufen bringen. Schnell. Und du rufst mich? Oh, wie nett. Ich rufe jemanden, dem ich traue. Die Signale wurden verschlüsselt. Wir wissen nicht, was zu tun ist. Ich liebe Prüfungen. Dann besteh sie gefälligst. Ich dachte, du vertraust mir. Ich sehe mir mal den Turm an. Wir sollten uns umziehen. Es macht mich fertig, dass der Anzug so kaputt und dreckig ist. Wo ist die Spider-Man-Reinigung, wenn man sie braucht? Die Eingangsfrequenzen wurden verschoben, raffiniert. Raffiniert? Hey, aber die haben wir schon. Irgendwie in der Minispiel. Genau das Minispiel kenne ich auch. Woher kenne ich denn das mit den Frequenzen? Genau das gleiche. Wo war denn das? War das auch bei Bioshock? Nö. Aber genau das gleiche. Du hast eine hübsche Maske, was? Weiß ich nicht mehr. Was immer du auch getan hast, kannst du das bei den anderen wiederholen? Klar. Aber ich musste mich mit dem Turm synchronisieren, um ihn zu reparieren. Ich sehe jetzt alle Verbrechen für das Gebiet. Anscheinend findet gerade in der Nähe ein Einbruch statt. Batman! Ich habe Einheiten mehr. Keine Sorge, ich kümmere mich drum. Die Arkham-Trilogie hatte exakt dieses Minispiel auch, stimmt. Mit dem kleinen, mit der kleinen Batman-Switch, die er immer dabei hatte. Resident Evil 2? Wirklich? Gibt es da auch so eins? Beim Remake? Weiß ich gar nicht mehr, aber... Oh ja, genau. Kann ich mehr... Wow, Spider-Man, wie machst du das? Verrückt. Es ist ein bisschen lustig. Kann hier die Physik ein bisschen exploiten. Na gut, was müssen wir machen? Ich habe nicht zugehört. Ich war zu abgelenkt von Batman und Resident Evil 2. Im Nest. Aha. Ein bisschen dämmert es mir, aber ich weiß es nicht mehr genau. Aber gut. So, ich schau mal schnell in unser hier Missionsbuch. Aktiv. Den Frieden wahren. Captain Watanabe möchte reden, persönlich. Aber wo denn? Ah, Verbrechen. Mache ich euch das mal. Los! Pass auf, okay? Die Typen haben sicher nicht nur ihre Schlüssel vergessen. Nahkampfwaffen blocken die meisten Angriffe ab. Wie? Ich meine, es ist ein Videospiel. Es ist schon in Ordnung. Aber... Drück doch R3.
Ach so, ja, das habe ich eh gerade gemacht. Was wollte ich sagen? Ach so, genau. Ich meine, es ist ein Videospiel, deswegen passt schon. Aber wie, um Himmels Willen, sollte ein normaler Mensch den Schlag von Spider-Man einfach blocken mit seiner Waffe? Die würde er wahrscheinlich, ne? Ich meine, come on. Wir haben gerade ein halbes Haus gestemmt vor einer halben Stunde, wenn überhaupt. Naja, okay. Ich verdrück mich dauernd. Oh, stimmt, ich habe meinen neuen Move jetzt gar nicht ausprobiert. Na, wurscht. Dafür haben wir einen Verbrechensmarken bekommen. Okay, erledigt. Vielen Dank. Ich sehe jetzt einen Überfall in deiner Nähe. Du hast Glück, Yuri. Dein Lieblingspolizist mit der harten Schale und dem weichen Kern ist in der Stadt. Was? Nein, 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 nein. Du hast versprochen, dass du das nicht mehr... Spider-Corp. Bitte nicht. Du bist also der Spitzel. Verschwinde, Mistkerl. Ja, das ist... Wofür die Marken sind? Ja, ich denke schon, dass das nicht so ein super Spoiler ist, oder? In Ruhe. Ganz ruhig, Lady. Fasst mich nicht an. Lasst sie los. Es ist Spider-Man. Brecher blocken deine Nahkampfangriffe, setzen Netze und Wurfobjekte ein, um sie verwundbar zu machen. Das sind wahrscheinlich... Ah, für Anzüge, okay. Das sind wahrscheinlich die superstarken Kerle hier. Ey, hat er gerade mein Auto gerammt? Das wirst du bereuen. Ja, ich habe das Gefühl, hier oben seid ihr machtlos. Ach so, nicht ganz. Au! Au, jetzt hör doch mal auf, Brecher. Was wird das, wenn es fertig ist? Der hört nicht mehr auf, der ist in der Endlos-Kombo gefangen. Oh, die besiegen mich gleich. Ich wollte doch nur mal einen einspinnen, damit ich ihn rumschleudern kann. Aber nicht mal das gönnt mir das Spiel. Habe ich irgendwas falsch gedrückt wahrscheinlich. Ah ja, so geht's eigentlich, glaube ich, oder? Naja, egal. Beim nächsten Kampf versuchen wir es. Heim mit da dran, hallo. Lass mich los! Was soll ich machen? Mit dem linken Stick da reinzielen und dann R drücken. Okay, machen wir. Alles okay, Ma'am. Ich wusste, dass Jameson Unrecht hat. Du bist ein bisschen seltsam, aber du hast ein gutes Herz. Wissen Sie, wo Sie hin können? Ich komme allein klar. Aber sicher... Nur für alle Fälle, es gibt da das Feast-Center. Kenn ich. Ich will keine Almosen. Die haben die besten Pfannkuchen der Stadt. Mit Abstand. Mom hat die immer gemacht. Ich hab schon lang keine mehr gegessen. Ich schau mal vorbei. Danke, Spider-Typ. Das heißt Spider-Man, Ma'am. Was, Spider-Man? Von hier aus müsste ich den nächsten Turm sehen können. Spider-Man, Ma'am? Da kann sich Assassin's Creed Protagonist noch was abgucken. Den zweiten Kontrollturm. Und den Wandkletterskills. Was? Nein, natürlich nicht. Der Chief hat Spider-Corp nie richtig verstanden. Hielt ihn für unberechenbar. Ich bereue es bereits. Es ist bis jetzt echt super lustig und so. Echt nett.
absolut cool. Mal schauen, wohin das noch führt und wie sich das entwickelt. Ich habe das Gefühl, wir sind immer noch mitten im Tutorial. Aber so von... Die Kämpfe überfordern mich momentan noch brutal. Das Rumschwingen ist ganz nett. Mal schauen. Es ist auf jeden Fall, ne, wie ich mir gedacht habe, es ist grundsätzlich ein sehr gutes Spiel auf jeden Fall. Aber ob es eins für mich ist, das muss ich erstmal noch schauen. Aber schlecht ist es definitiv nicht. Ich kann die Türme verändern, dass sie mehr aufzeichnen als nur Verbrechen. Das war sehr gnädig. Meine Linie war ganz anders. Volltreffer. Die Türme empfangen jetzt alle Arten von Funksignalen. Auch eines in der Nähe. Was ist das? Ah, Ubisoft-Formel. Sind die Türme quasi Aussichtspunkte im Endeffekt. Und dann kriege ich meine Nebenmissionen auf der Map. So in der Art anscheinend. Ich verstehe, glaube ich. Soll ich nicht hier irgendwo her? Oh, ein an die Wand geklebter Spidey-Rucksack. War ich das selber? Oder was ist hier los? Einer meiner alten Rucksäcke aus der Highschool. Anscheinend. Hab vergessen, dass ich Verfolgungspunkte angebracht habe. Moment mal. Sollten sich die Fäden nicht nach ein paar Stunden auflösen von alleine? Ich meine ja nur. Ich will hier nicht. Die davon wohl in der Stadt verstreut sind. Aber komisch ist es schon. Finde Rucksäcke, um Rucksackmarken zu verdienen, mit denen du bessere Ausstellung herstellen kannst. Cool. Cool. Zum Einstieg würde ich eher sogar die Fortsetzung empfehlen. Ja, aber die will ich jetzt gar nicht kaufen im Grunde. Vielleicht, wenn mir der Teil echt gut gefällt, kaufe ich dann die Fortsetzung irgendwann mal relativ billig. Glaube ich. Mal schauen. Jetzt fange ich auf jeden Fall erstmal mit dem an. Was ist denn das hier? Achievements. Figuren. Spider-Man. Kingpin. Yuri on Ice. Otto. Octavius. Meine ganzen Kombos. Ah ja, jetzt warte mal. Hier ist bestimmt dann auch... Genau. Das genau. Ich hab das im Kampf vorher falsch gemacht. Jetzt verfügbare DLCs. Na, schauen wir mal. Wie gesagt, wenn mir das Hauptspiel wirklich gut gefällt, denke ich drüber nach, mir mehr zu kaufen. Noch da? Es gibt ein... Pizzeria, Bestell... Dingens. Wo kommt denn das auf einmal her? Habe ich was nicht mitgekriegt? Überfall ein paar Blocks entfernt. War das in meinem Rucksack? Korb ist unterwegs. Halb Mensch, halb Spinne, ganz Korb. Oh. Mach den Safe auf. War im Rucksack, ja. Hi, Leute. Oh! Spider-Man, knallt ihn ab. So, geschafft? Nee. Ja, na endlich! das ist schon lustig. Hallo, Detective Boy! Wenn ihr euch bei legalen Jobs so reinhängen würdet, müsstet ihr nicht kriminell sein. Das wird dir leid tun. Das Festkleben mit den Spinnennetzen macht mir irgendwie echt viel Spaß. Okay, Yuri. Wenn das irgendwie geht, werde ich mich darauf spezialisieren. Das gefällt mir irgendwie. Spider-Cop repariert ihn? Ich hab nachgedacht, Yuri. Polizeiarbeit ist was für junge Männer. Und Spider-Cop, nun ja, er ist nicht mehr der Jüngste. Schür jetzt bitte keine falschen Hoffnungen.
Spider-Corp ist ab heute offiziell im Ruhestand. Ach, Gott sei Dank. Ich brauche einen Drink. Wir werden heute Abend anstoßen, Yuri. In Erinnerung an Spider-Corps unermüdlichen... Yuri? Yuri, bist du noch da? Ich nehme an, die Gefühle haben sie überwältigt. Ich meine, eben wie gesagt, es ist ein Videospiel, deswegen, ne, voll okay. Aber dass ich halt den Leuten mit Schild ihr Schild nicht aus der Hand reißen kann. Aber ich kann super easy so eine Tür vom Auto abreißen. Naja, okay. Keine Ahnung. Weiter geht's. Bin ich schon zu weit? Nee, da müssen wir hin. Was ist los? Was stand da gerade? Ich hab's nicht. Ich hab's nicht. Wird schon passen. Aber er geht noch lang genug, Metatron. Keine Sorge. Planmäßig läuft er heute bis drei. Nachher gibt es noch Fotos von meinen drei Brusthaaren. Die Werkzeuge für die Reparatur sind im Labor. Ob Dr. Octavius wohl schon Feierabend gemacht hat? So. Doktor, wie ist es mit der Kommission gelaufen? Tut mir leid, dass ich alles verdorben habe. Ach was, Peter. Kurz vor dem Durchbruch sind Sie einfach nur nervös. Sie werden sich beruhigen. Fehler. Soll ich zurück ins Labor, um aufzuräumen? Nein, nein, ich gehe jetzt zum Abendessen. Wir machen morgen weiter. Kurze Pause, dann arbeiten wir weiter an der Zukunft. Wenn man doch seinen Optimismus verkaufen könnte. Anscheinend hat er das Labor für heute verlassen. Dann kann ich in Ruhe an meinem Anzug arbeiten. Ist er irgendwann mal reinstolpert? In sein Labor. Warum sollte er auch nicht vielleicht manchmal mitten in der Nacht, wenn er nicht schlafen kann, sagen, okay, gut, ich gehe nochmal ins Labor und arbeite weiter. Und plötzlich sitzt da sein Gehilfe mit einem Spider-Man-Anzug. Und er so, what? Aber gut. Batsch. Bin ich hier richtig? Muss ich hier hin? Muss ich da rein? Ich glaube schon. Ah, cool. Okay. Bin ich gespannt. Mit den Schwing-Skills, die noch kommen. Ja, wie ich vorher schon gesagt habe, ich kann das verstehen, weil damals bei dem GameCube, ich glaube, es war GameCube, doch, GameCube Spider-Man machte mir das Spinnen auch sehr viel Spaß. Da gab es aber, glaube ich, mindestens ein schlechtes und ein gutes. Ich weiß aber nicht mehr, wie das hieß. Ich glaube, das Hulk-Spiel hieß Ultimate Destruction. Oder? Nee, warte mal. Das war was anderes. Ah, so lange her. Ich müsste mal in meinem Arbeitszimmer nachgucken. Da wären alle, glaube ich. Ich versuche, die Prothesen-Hardware zu verbessern. Ich sollte mir ansehen, was Doc entwickelt hat und das nochmal prüfen. Jetzt schaut er sich die Platine ganz genau an. Oder war es ein Tablet, das da lag? Ich dachte, das ist irgendeine Platine oder so. Stromkreisprojekte. Da kann ich jetzt gleich so viele Stromkreisprojekte auf einmal einfach machen. Das ist ja wie das Würfelspiel bei Assassin's Creed. Na, dann mache ich das jetzt mal alles. Doc wollte die Granularität des Aktuators verbessern. Na, Quatsch, was mache ich denn? Gibt es da eigentlich irgendwie ein Zeitlimit oder so? Nee, oder? Ich kann da einfach so gemütlich vor mich hin basteln. Cool, habe ich gar nichts dagegen. Sehr schön, ganz glatte Reaktion. Vielleicht kann man die Greifkraft einstellen. Ganz glatte Reaktion.
Die sind aber bis jetzt schon sehr leicht, aber schon gut. Besser. Ne, das wird bestimmt noch schwerer. Keine Knochenbrüche bei einer Begrüßung. Interessant. Doc bindet ein einfaches räumliches Mapping-System ein. Oh, oh, da haben wir schon das Problem. Jetzt ist schon alles vorbei. Die kann ich nicht drehen. Dann weiß ich schon, was wir machen. Ist eh ganz klar. Was auch sonst. Moment mal. Ich weiß trotzdem nicht, wie ich das hinkriege. Game over. Ach so, warte mal. Ein langes haben wir noch. Vergesst, vergesst, was ich gesagt habe. Okay, ich glaube, ich spiele die PS4-Version, weil wenn mich nicht alles täuscht, kostet das Upgrade auf die PS5 was. Das ist nur ein Centbetrag, aber das habe ich nie gekauft. Deswegen dürfte ich die PS4-Version auf der PS5 spielen. Genau. Sehr cool. Arme bekommen dadurch ein Das Armgyroskop muss auf automatisch stehen. Das Armgyroskop muss auf automatisch stehen. Was? Und wir brauchen... Ah ja. Und wir brauchen eine Ladung von +4. Muss ich mal gucken. Wir gehen doch alle 4 durch, ne? Ja, dann. Mach ich so. Beziehungsweise vielleicht auch nicht. Da muss ich mal gucken, ob uns die Teile hier reichen. Moment mal. Nein, du bist falsch rum. Die haben auch eine Fließrichtung. So, so. So, so ist das also. So, perfekt, passt. Ach so, warte mal, wir haben hier noch ein -1. Dann muss hier natürlich eine 2 rein. Fertig. Fertig, einen haben wir noch. Prothesen sehr viel besser das Gleichgewicht halten. Den machen wir auch noch. Versucht den Gesamtenergieverbrauch der Prothese zu verringern. Okay, wo müssen wir hin? Wir fahren einmal komplett im Kreis im Grunde, ne? Im Endeffekt muss ich dann am Schluss... Ich mache jetzt irgendwas rein und am Schluss schauen wir, dass wir die Ladung richtig hinkriegen. Hä? Achso, ja, von mir aus. Warum kann ich denn... Ach so, in die roten kann ich nur negative einsetzen. Alles klar. So, wir brauchen 8. Ja, perfekt. Super. Viel effizienter. Super. Vermutlich sicherer. Na dann haben wir ein paar Erfahrungspunkte bekommen, ne? Fürs Puzzlespielen. Das finde ich eigentlich ganz nett. Ich habe auch bei, zum Beispiel bei den Yakuza-Spielen und so weiter, hauptsächlich diese ganzen Minispiele immer gespielt. Ist ja eh klar. Wir haben hier Modelle jeder erdenklichen Prothese. Die Prüfung des Zuschusses war ein Debakel, ja. Aber vielleicht muss ich auch ins Bild. Oh nein, wenn man zu weit weg geht, dann hört man es nicht mehr. Das ist doof. Metatron! Yay, danke fürs weiterhin abonnieren. Schon 20 Monate, ja, das stimmt. Nicht mehr lange. Nicht schlecht. Hallo, Shadow Ghost. Cool, das freut mich. Das ist cool. Wenn du dabei gut einschlafen kannst, dann empfehle ich dir wirklich auf dem Let's Play-Kanal einfach mal, ne, so Playlists anzumachen. Weil die sind länger als die Lore-Videos. Wobei, ne, die Playlists von den Lore-Videos sind teilweise mittlerweile auch ziemlich lang. Das glaube ich schon, dass man da auch gut wegpennen kann dazu. Wunderbar. So, gibt's hier noch irgendwie was Optionales zu machen? Ich schaue mich mal noch ein bisschen um. Ich drehe mal da hinten noch schnell eine Runde. Was haben wir zum Beispiel hier? Nur wieder ein Audiolog, ne? Heute ist ein großer Tag. Prüfung des Zuschusses.
Kann ich hier noch was machen jetzt vielleicht? Ja. Ach komm, machen wir die auch noch schnell. Warum nicht? Die kommen mir sehr leicht vor. Was wollte Doc denn damit? Da kommt bestimmt noch irgendwie was Schwierigeres, oder? Wunderbar. Da werden bestimmt noch neue Mechaniken eingeführt. Scheint ein weiterer potenzieller Kontaktwerkstoff zu sein. Ah, etwas dickere Streifen. Und ich habe es mir nicht durchgelesen, aber ich schätze, ich muss jetzt quasi zwei kombinieren miteinander, damit die richtigen draus werden. Oh-oh, Game over. Du kannst schon mal nicht drin sein. Geh raus. Wir nehmen stattdessen lieber dich und dich. Sodala, ich verstehe. Und... nee. Du und der da. Gut. Dedeldim. Ich empfehle dafür die Fallout-Lore-Playlist. Oh, das stimmt. Hypogel-IPN. Vielversprechend. Wäre bestimmt ein tolles Gewebe-Interface. Ich meine, bei den Let's Plays gibt es halt vielleicht schon ab und zu Passagen, wo ich dann irgendwie überrascht oder erschreckt werde oder irgendwie lache. Das ist dann ein bisschen lauter. Das ist vielleicht zum Einschlafen gar nicht so gut. Aber in der Regel nicht oft wahrscheinlich, dass ich Emotionen zeige. Ah, sind das jetzt hier halbe Dinger oder Auslöschstriche? Ich sollte mir echt manchmal doch Tutorials durchlesen. Ich habe das Gefühl, ab und zu, manchmal, sind Tutorials hilfreich. Aber in dem Fall, okay, konnte ich es mir selber erschließen. Gut, gut. Dann brauche ich dich hier wahrscheinlich, aber dafür auch dich. Und dann bleibst eigentlich nur du und du übrig. Das ist auch ein Original-Minispiel. Also, das ist das erste Minispiel, das ich noch nicht aus einem anderen Spiel kenne. Ich kenne aber auch nicht alle Spiele. Also, wer weiß. Doc hat die Biokompatibilität von Graphen getestet. Oh ja, stimmt, das Alle-Gegner-Video, ne, zu Resident Evil, das ist auch nicht schlecht, stimmt. Hunderte von Stunden gefühlt. Oder eher so drei oder so. Dann nehme ich jetzt das hier. Jetzt wird es schon kniffliger. Da habe ich nur das hier zum Auslöschen. Dann könnte ich eventuell das hier noch dazu packen. Perfekt. So, dann hier wahrscheinlich. Nee, wahrscheinlich nicht. Auf jeden Fall du. Und du. Und du. Und du. Wirklich? Das kommt mir nicht richtig vor. Schade. Dann habe ich irgendwo einen Fehler gemacht. Dammit. Weil die beiden können auch nicht stimmen. Dann kommst du hierher, du daher. Du. Oder musst du dahin? Nee, das kann irgendwie auch nicht sein. Ah doch, das kann sein. Ihr beide. Versuchen wir es mal so. Und dann... ich kann aber nur den einen Strich auslöschen. Was anderes geht nicht. Wird aber theoretisch auch mit dem funktionieren und mit dem hier. Aha. Jetzt kommen wir der Sache näher. Ta-ta-ta-ta-ta-ta. Schön. Nicht so toll. Ziemlich hohe Zytotoxizität. Eher kein geeignetes Gewebeinterface. Na gut. So. Kriegt der 3D-Drucker auch einen Netzschießer hin? Komisch, ist mir nie eingefallen. Hier ist unser Power-Rüstungs-Werkbank-Ständer. Gut. Haben wir auch. Kann Tony Stark vorbeikommen, wenn er an seinem Anzug basteln muss. Was haben wir hier noch? Ich liebe den Kaffee auf das Kaffeekoch-Minispiel.
Dum 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 dum. Ich möchte in diesem Labor. Zum Glück hat Doc immer für Snacks gesorgt. Mehr von den Käsewürfeln wäre allerdings nicht schlecht gewesen. Genial. Okay, Hauptquest. Ich komme. Warte mal. Da war gerade irgendwas kurz, oder? Habe ich es mir eingebildet? Hm, vielleicht. Ich dachte, da war kurz ein Interaktionssymbol. Vielleicht war es das da. Mein Abschluss scheint ewig her zu sein. Ich war Praktikant bei Doc. Durch ihn habe ich erkannt, dass ich im Laborkittel ebenso helfen kann wie in Strumpfhosen. Vielleicht sogar mehr. Doc hat viele große Durchbrüche gehabt, stand aber immer im Schatten. Meistens von Oscorp. Dieses Mal wird es anders sein. So, Spider-Man-Anzug reparieren. Parker! Dr. Octavius, ich... Ich hab's noch gesagt. Natürlich passiert das. Ich gewusst, dass Sie hier sind. War doch logisch. Woran arbeiten Sie? Oh, nur was nebenbei. Natürlich. Das war so klar. Ich weiß nicht, was Sie... Kommen Sie, Parker, es ist offensichtlich. Dafür gibt es eine Erklärung. Hätten Sie doch früher was gesagt. Ich wollte ja. Aber ich dachte, wenn sich das rumspricht, ist meine Familie in Gefahr. Ja. Ich schätze, wenn Sie seine Ausrüstung anfertigen, macht sie das auch zur Zielscheibe. Ja. Ich meine, ja... Keine Sorge, ich sag's nicht weiter. Gut. Dann machen Sie mal. Lesen Sie Ihre E-Mails. Ich hoffe, Doc will mich nicht feuern. Sorry, muss kurz was gucken. So, weiter geht's. Peter. Die Enthüllung Ihres Nebenjobs als Anzugschneider von Spider-Man, heißt das so? Hat mich daran erinnert, was für ein guter Mensch und Partner Sie sind. Trotz Ihrer harten Arbeit finden Sie immer die Zeit, anderen zu helfen. Mir fiel auf, dass der Anzug beschädigt ist und ich hoffe, es ist in Ordnung, dass ich ein paar Verbesserungen dafür entworfen habe. Anbei finden Sie einige Ideen, wie Sie den Anzug verbessern und Spider-Man schützen können, der so viel für diese Stadt tut. Ich freue mich auf unsere unglaubliche Arbeit und darauf, dass wir die Welt verändern. Ihr Partner und Freund, Otto. Der Otto. Das ist eine lebenslange Freundschaft, das sieht man jetzt schon. Da kann nichts einen Keil zwischen die beiden treiben. Das ist wie Vater und Sohn. Weiße Spinne, Neuer Anzug. Nebenmissionen und Aktivitäten in der Stadt abschließen, um Marken zu verdienen. Halte X gedrückt zum Verbessern Anzug Herstellungsdingens. Warte, will ich jetzt gar nicht, oder? Ich will mir die anschauen. Naja, cool, müssen wir jetzt machen. Neuer Anzug und Anzugkraft freigeschaltet. Zum Herstellen eines neuen Anzugs rüste automatisch Anzugskraft aus, fortzufahren. Ah, Hilfe. Nebenmission, Anzugsmod freischalten. Benutze Marken, um Anzugsmods herzustellen. Anzugsmods sind vielseitig und im Angriff einsetzbar und sind überhaupt total die das coolsten. Das müsste gehen. Das müsste gehen. Ich hätte mir jetzt gern die anderen Anzüge noch angeguckt. Verdammt. Ah. Stattdessen sind wir jetzt in einer Ladezeit gefangen. Nein, geht nicht raus. Geh wieder rein. Ah.
Sorry, bin spät dran. Ich wollte mir doch nur die Anzüge ansehen. Die sind im Menü. Okay, cool, ich danke. Altes Ich. Echt, seid ihr eher DC-Fans? Weil ich kann mit DC leider nicht viel anfangen. Ich finde Batman natürlich cool, aber wer findet Batman nicht cool? Und die Doom Patrol ist wahrscheinlich die beste Superhelden-Serie aller Zeiten. Aber ansonsten kann ich mit den DC-Helden gar nichts anfangen. Nein, das ist eines seiner seriösen Geschäfte. Mehrere Investoren. Wir haben keine Handhabe gegen ihn. Aber jetzt schon, richtig? Deswegen ist es gut, wenn du die Baustellen im Auge behältst und mir alles Verdächtige meldest. Alles klar. Ich bin die neugierige Spinne aus der Nachbarschaft. So, jetzt schauen wir mal. Anzüge. Jetzt will ich mal sehen. Da ist unser kaputter Original-Spider-Man-Anzug hier. Der im Grunde einfach nur ein Strampelanzug ist, ne? Ach, die haben sogar Werte da unten, oder wie? Naja, Kampffokus. Generiert schnell für kurze Zeit Fokus. Na, das ist doch nett. Dann haben wir hier den Anzug in ganz und glänzend. Netzblüte. Springe in die Luft und spinne alles in Sicht ein. Das klingt ziemlich cool, oder? Die Original-Teen Titans waren schon cool. Die habe ich auch teilweise geguckt, hat mich auch nicht... meine absolute Lieblingsserie war eigentlich schon immer die alte Batman-Zeichentrickserie natürlich. Die war schon sehr cool. Und X-Men. X-Men habe ich auch gern geguckt. Andererseits, wenn ich so drüber nachdenke, die Abenteuer von Lewis und Clark habe ich früher auch gerne geguckt. Also ganz so DC-los bin ich dann auch wieder nicht aufgewachsen. Ich kann neben Spider-Man mit Marvel nichts anfangen. Ja, wie gesagt, die X-Men. Also die Filme finde ich alle nicht super gut, leider. Aber grundsätzlich finde ich die X-Men sehr cool. Old Man Logan ist auch ein super Comic. Ich habe nicht viel Comics gelesen, aber die Apokalypse-Reihe und Old Man Logan sind schon echt super. Die mag ich schon echt gerne, die X-Men-Comics. Aber... sonst, ich habe mir zwar die ganzen Marvel, ich finde das Cinematic Marvel Universe ganz cool. Das gucken wir uns an, die Merlin und ich schon auch. Aber da sind wir jetzt auch keine Fans oder so. Die meisten Filme sind irgendwie ganz nett, bis teilweise auch ganz gut. Aber so richtig toll finde ich jetzt die eigentlich auch nicht. So, was haben wir hier? Noir-Anzug. Es gibt ja so ein riesen Spider-Man-Multiversum, ne? Batman Ninja, das habe ich schon gesehen. Das ist irgendwie bekloppt. Aha. Scarlet Spider-Anzug. Also, die Gegner rufen nicht mehr nach Verstärkung, wenn sie alarmiert sind. Experimentelle AR-Technologie erzeugt Holoköder, die Gegner betäuben. Auch interessant. Und was haben wir hier noch? Nichts. So, und da unten haben wir noch einen... weiß ich nicht, ist der aus dem Film, oder? Aus dem alten Film. So ein bisschen sieht der, glaube ich, aus. Keine Ahnung. Ein Fantastischer Vier Spider-Man-Anzug. Bombastic Bagman. Wann passiert denn das? Klingt nach einer witzigen Side-Story auf jeden Fall. Future Foundation-Anzug. Sieht fancy aus auf jeden Fall.
und der Tarnanzug. Naja, cool. Ah, warte mal, da kommen noch ein paar. Noch ein Anzug. Unglaublicher Anzug. What? Ist das zufällig? Gibt es da eine Spider-Man Power Ranger Animationsserie aus Japan oder so? Weil so sieht's aus. Spinnenreiteranzug. Ich hätte gern mehr Informationen zu den Anzügen. Das wäre cool. Und der verbesserte Panzeranzug. Auch nicht schlecht. Wie hieß der Bösewicht mit der Glaskapsel auf dem Kopf, durch das der Joker ins Leben trat? Durch den der Joker ins Leben trat, das weiß ich nicht. Genau, Red Hood war laut, also in den Arkham-Spielen oder Büchern auch die ursprüngliche Identität vom Joker. Aber ich habe jetzt dann, als du Glaskuppel auf dem Kopf gesagt hast, eher sofort an den Spider-Man-Bösewicht gedacht. Wie heißt er? Der Grüne mit der Glaskuppel, der Halluzination oder nicht Halluzination, sondern eher, ja doch, Visionen erzeugen kann oder so Trugbilder halt. Aber mir fällt der Name nicht ein. Naja, gut, ich nehme mal die, kann ich jetzt nicht nehmen. Ach so, da unten steht's. Da brauche ich 2 Rucksackmarken und 1 Verbrechensmarke. Alles klar, dann bleiben wir bei dem. Und wir haben die Anzugskraft. Beide gleichzeitig drücken. Ach, und da kann ich noch Mods anbringen. Okay. Geräteangriffe generieren Fokus. Nehmen wir. Haben wir schon, oder wie? Nee, die muss ich auch erst herstellen. Aber die könnte ich herstellen. Na, dann stellen wir die her. So. Bam. Ich verstehe. Alles herstellen. Netzangriffe schlagen Gegner beim Hochziehen nieder und räumen einen unmittelbaren Bereich. Finde ich sehr gut. Erhöht die Reichweite des Lower Takedowns. Finde ich auch ziemlich gut. Gegner kleine Waffen wie Pistolen und Stöcke aus den Händen zu reißen. Aber ich glaube, ich nehme jetzt mal das da, weil das mache ich gerne. Ich glaube, das macht Sinn. Ah, ich könnte sogar beides nehmen. Aber was haben wir denn hier? Wenn du einen Gegner wirfst, drück im Werfen schnell, um den Gegner weiterzudrehen. Ah nee, dann nehmen wir lieber Entwaffnen. Ich glaube, dann habe ich 2 ziemlich sinnvolle Schleudermoves. Genau. Okay, cool. Dann weiter. Es gab ja mal ein Crossover-Comic zwischen Batman und Spider-Man. Aber da haben dann sowohl DC als auch Marvel immer das Gefühl gehabt, dass ihre jeweiligen Helden benachteiligt werden. Und deswegen ist es dann schnell wieder aufgegeben worden. Tja. So ist das. Ist das jetzt quasi das offizielle Videospiel-Outfit quasi? Oh, hören wir uns wieder den Podcast an. Dieses Verbrechensüberwachungssystems, auf das Orwell stolz wäre. Tja, es läuft nicht. Warum, fragen Sie? Weil jemand zu Sinnen gekommen ist und bemerkt hat, dass es gegen die Bürgerrechte verstößt? Falsch! Weil das Netzwerk dieser inkompetenten Bürohengste öfter abstürzt als eine betrunkene Brieftaube. Also wurde unser Steuergeld verschwendet für so gut wie nichts. Und sowas nennt man dann in der echten Welt wohl ein Happy End, Leute. Überall Rucksäcke. Aber jetzt sind wir so nah an unserem Missionspunkt. Jetzt gehen wir schnell hin. Yuri, ich bin an einer Baustelle von Fisk. Und hier laufen viele Typen rum, die nicht wirklich was bauen. Was machen sie? Das finde ich heraus. Ich habe eine Nachricht von Doc. Anscheinend hat er eine Idee für ein Spidey-Gadget angehängt. Der findet doch ständig was. Geräte. Ein neuer Tab da oben nach dem anderen. Mit den Plänen von Otto kannst du Aufplatznetz herstellen. Bam, das sieht cool aus. Halte X gedrückt, um Aufpratznell herzustellen. Aufpratznell. Na dann, stellen wir das Aufpratznell schnell her. So. Marken, Marken, Marken. Ich verstehe schon.
Marken, 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 Marken. Und was ist das da? Mein normaler Netzschießer. Ah ja, piu, 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 piu. Und wenn ich den jetzt zum Beispiel upgraden will, dann brauche ich dafür erstens Verbrechensmarken und Netzschießer-Munition wird schneller aufgefüllt. Das ist auf jeden Fall theoretisch echt cool. Oder erhöht die maximalen Schüsse für dieses Gerät um 1. Ist auch cool, aber wow, können wir nichts machen. Aber das könnte funktionieren. Wartet mal, jetzt muss ich kurz in meine Move-Liste schauen, weil es ist... ich war vorher schon überfordert und jetzt kann ich so viele Sachen mittlerweile schon wieder seit dem letzten Kampf. Wie war jetzt... Wie kann ich jetzt mein Supernetz schießen? Finisher, okay, heilen. Luftkampf. Klettern. Nee, meine ich nicht. Nee. Nee. Hä? Der stand irgendwie... Halt der A gedrückt war es, oder? Ich bin mir nicht mehr sicher, oder? Leider sehe ich das hier nirgends, wie das geht, leider. Schade. Gerät abfeuern. Ach so. Ach. Verstehe ich nicht. Na, schauen wir mal. Hm. Mal sehen. Kann ich nicht lesen. Ach so. Na ja, jetzt verstehe ich das. Okay. Ja, ja, genau. Danke, Metatron. Ich sehe es jetzt erst. Unglaublich. Doc wäre stolz. Das ist cool. Ey, da können doch die kleinen Projektile einpacken, wenn man das hat, oder? Ist noch nicht aller Tage Abend. Ich weiß. Ich erinnere mich, dass er als kleine Nummer regelmäßig vom Boss eine Mütze bekommen hat. Der Boss hat ihn mal umgebracht. Ups. Alle in der Lache! Bitte gefällig! Verdammte Ballerina, komm runter! Du entkommst uns nicht! Au! Er hat dich eingespannt! Moment, jetzt habe ich doch wieder den. Kann ich das trotzdem machen? Verstehe ich jetzt nicht. Warum der gewechselt hat, scheinbar automatisch. Das wollte ich nicht. Keine Chance, Kumpel. Oh oh, noch mehr von denen. Reduzierung der Vorräte beitragen kann. Manchmal passieren komische Sachen. Okay, jetzt wartet mal. Wir hatten da eine Waffe, du. Ich kann dich doch jetzt einfach entwaffnen, dachte ich, oder? Hm. Ich dachte, eigentlich schon. Aber irgendwie nicht. Vielleicht muss er wirklich auf mich zielen. Jetzt! Hä? Aber das geht doch so. Wartet mal, ich muss schnell in meine Move-Liste schauen. Für was lerne ich denn? So, Gegner entwaffnen. Ja. Gegner Waffenschleuder, wundbar durch Angriffe von hinten. Ideal für Gegner. Hä? Was steht da? Aber es sieht so aus, als müsste ich das einfach nur gedrückt halten. Verstehe ich nicht. Drei gedrückt halten bei denen mit Waffen. Genau. Habe ich eigentlich gemacht. Unter
Jetzt verprügle ich den mal kurz. So. Guck, es funktioniert irgendwie nicht und jetzt sterbe ich leider gleich. Ich schubse ihn leider nur rum, obwohl ich ihn entwaffnen müsste, glaube ich. Naja, was soll's. Er ist tot. Bis sie entwaffnet sind. Ja, aber wie oft soll ich es denn noch machen, bis die entwaffnet sind? Dein neuer Anzug verfügt über eine Anzugkraft. Das haben wir doch schon benutzt. Aktuell baut Fokus auf. Verwendung regeneriert sich die Anzeige. Ich weiß. Verflixt. Die haben ihre Kumpel gerufen. Glück gehabt. Oh, hey, mehr Typen. Willkommen zur Party. Hausregel? Bitte Schuhe ausziehen. Es sei denn, ihr tragt keine Socken. Dann gilt, kauft euch gefälligst welche. Zertrümmert ihm den Schädel. Ah, guck, schön, schön, schön. Ich habe mir gerade gedacht, lassen die den jetzt echt runterfallen und dann ist er einfach tot. Aber nein, machen sie nicht. Die haben da echt mitgedacht. Schön. Wurde gerade an die Hauswand gesponnen, vollautomatisch. Und was jetzt mit dem? Ah, der auch. Na schau, nett. Will jemand aufgeben? Nein? Oh oh. Au. Raketenwerfer und ich kann leider das Projektil noch nicht zurückschleudern. Ah! Hilfe! Gegner! Bei dem hat es jetzt funktioniert. Okay, gut. Oh, oh, das wird wehtun. Dammit. Schade. So, ich befürchte, ich muss mich jetzt um Rocketto Launchi da hinten kümmern. Irgendwie funktioniert es nicht bei den Maschinengewehrkerlen. Ich dachte, das sollte gehen, aber ist egal. Vielleicht, weiß ich nicht. Ein andermal. Wo ist er denn jetzt, Rocketto? Rocketto, wo bist du? Ah, da unten ist er. Ja, ja, ich glaube, wenn man da mal ein bisschen im Flow drin ist und die Special Moves alle richtig geübt hat, ist das ganz cool. Ist das wirklich cool. Abgenetzt. Es wurden auch Schüsse gemeldet, daher müssen gleich Officer. Es geht im Moment nur mit Pistolen. Ah. Gewehre muss man lernen noch extra. Stimmt, da stand mit Kleinwaffen, ich kann mich erinnern. Aber trotzdem, come on, warum? Fisk hat weitere Baustellen in der Stadt. Ich wette, das sind auch Verstecke. Halt die Augen auf und melde alles Verdächtige.
Wenn ich alle von Fisks Baustellen finden will, sollte ich meine Mapping-Software genauer einstellen. Eine Tiefennachbearbeitung von Fotos berühmter Wahrzeichen sollte ausreichen. Ich weiß schon, womit ich anfange. Bleibt jetzt für immer hier, bis er verhungert. Ich meine, nachdem meine Rucksäcke hier tausende von Jahren rumhängen, anscheinend ist das hier in dem Spieluniversum so, dass sich die Fäden nicht auflösen. Ups, das wollte ich nicht. Ich habe gerade unseren Power-Move aktiviert. Irgendwie ist es ein bisschen lustig und bekloppt, dass in der ganzen Stadt meine alten Rucksäcke rumhängen. Wie viele Rucksäcke hat sich Peter Parker in seinem Leben gekauft? Wie viel gibt's in der Stadt? Weiß ich nicht. Peter, gute Neuigkeiten. Viele wahrscheinlich. Ich glaube, ich konnte die Fachkommission beruhigen. Wenn Lance Corporal Taxidors Anprobe morgen läuft, sollte alles okay sein. Fantastisch, Doc. Wir sind wieder im Rennen. Vorläufig. Sofern unser kleiner Vorfall dem Bürgermeister entgangen ist, kommen Sie morgen zur Anprobe? Definitiv. Es wird super laufen. Wir werden die Welt verändern, Doc. Mir reicht schon nicht, noch mehr Feuer zu entfachen. Dann bis morgen, Peter. Auf einen erfolgreichen Tag. Und Selfie. So, was haben wir hier? Ach so, warte, das ist das, was wir schon gemacht haben, ne? Da könnte man quasi mit Finisher... Habe ich wirklich keine 10 Finisher gemacht, aber gut, könnte man mit Finisher noch irgendwie Bonusziele erreichen oder so, aber wurscht. Hier sind jetzt quasi die Aussichtstürme, dass man neue Gebiete freischaltet. Okay, ich verstehe. Ist halt wieder so eine Ubisoft-Formel. Das finde ich immer ein bisschen lame, leider. Aber gut. Ich meine, es funktioniert halt. Es ist eine relativ gut funktionierende und verhältnismäßig leicht zu machende Möglichkeit, seine Open World zu gestalten. Insofern verstehe ich das schon, dass das viele Spiele so machen. Ist halt eine etablierte Formel, von der man weiß, dass sie funktioniert und wie sie funktioniert. Kann natürlich nicht jedes Spiel das Rad neu erfinden, das ist eh ganz klar. Ich kann sie nur leider nicht mehr sehen, die Ubisoft-Formel. Und das schon seit Jahren. Gutes altes Empire State. Mann, ich liebe diese Stadt. Zeit für einen Schnappschuss. Soll ich jetzt... Naja, egal. Ah, ja, okay. Ich verstehe. Ziel muss in der Mitte sein. Ich dachte mir, ich mache jetzt ein artsy, stylisches Foto irgendwie, aber das geht gar nicht. Dann machen wir es so. Das geht anscheinend. Das ist erlaubt. Mein Empire State Building Foto. Die Karte ist jetzt neu kalibriert. Das ist sehr gut. Hab nicht viel fotografiert, seit ich beim Bugle aufgehört habe und vergessen, wie viel Spaß das macht. Ich sollte noch mehr Wahrzeichen fotografieren. Oh Gott, Wahrzeichen fotografieren. Okay, warum nicht? Neue Anzüge. Wespen-Spider-Man. Spider-Armor-Anzug MK2, kugelsicher. Magnetische Bullen, man macht den Anzug vorübergehend kugelsicher gegen alle Gegner. Nett. Den könnten wir jetzt freischalten, aber den will ich nicht. Wer will den? Also ich meine, optisch ist der ganz nett und so, aber ich meine jetzt, dass Gegner keine Verstärkung rufen, wenn der Alarm ausgelöst wird. Pff. Oh, was haben wir denn hier? Erhöht EP durch besiegte Gegner? Na gut, perfekte Ausweichmanöver. Wenn ich das schon lese. Verringert genommenen Projektilschaden. Feinde brauchen länger, um dich im Tarnmodus. Wo kommen wir denn da hin? Erhöht die Reichweite des AR-Scanners. Okay, ja, das nehmen wir mal. Das ist nicht verkehrt. Es ist Mr. Lee. Hallo? Hey,
Peter, hier ist Martin Lee. Ich wollte nur Bescheid sagen, dass wir noch Zeit für die Vorbereitung von Mays Party brauchen. Der Kuchenlieferant steht wohl im Stau. Oh, kein Problem. Sagen Sie mir Bescheid, wann ich vorbeikommen soll. Großartig. Dann bis bald. Okay, ich habe noch Zeit. Mal sehen, was draußen in der Stadt los ist. Hallo, nicht erschrecken, Polizisten. Ist alles gut. Müsste ich gleich umfallen. Habe ich eigentlich immer noch meinen Kameramodus aktiv? Ja, okay, jetzt. So, Wahrzeichen da unten. Entschuldigung. An alle Einheiten. Haben Meldung über Drogendeal. Haben einen Vorfall beim Times Square. Vorsichtig näher. Wunderbar. Kann ich kein Selfie machen, während ich hier... Nee? Doch? Nee. Schade. Naja, vielleicht... Muss ich das auch erst freischalten in den Fähigkeiten. So, da oben ist wahrscheinlich irgendwo ein Rucksack von mir. Hi, Mr. Lee. Hey, Peter, wir sind alle bereit für die Party. Wir warten. Das ging aber schnell. Cool, bin unterwegs. Gerade hat er noch angerufen, dass es noch ein bisschen dauert. Vor ungefähr einer Minute. Und jetzt sagt er, hey, wir warten ja alle auf dich. Was ist los? Aber, Mr. Lee, haben Sie nicht... Oh, guck mal, das ist schön, dass die Scheiben hier nicht nur einfach doppelseitig verspiegelt sind, sondern dass man da in ein Zimmer reingucken kann. Und da stehen Spider-Man-Sammelfiguren und so. Och, nett. Das ist schön. Ist das überall so, dass man in die Scheiben reinschauen kann? Oder habe ich hier gerade so eine Art Easter Egg entdeckt? Aber es ist halt überall dieses Spider-Man-Regal. Schauen, ja, es wiederholt sich. Aber ich finde wiederholende Zimmer durch Fenster durchsehen schöner als einfach nur so verspiegelte Scheiben, wo man gar nichts sieht. Wobei hier schon überall die gleichen. Dann hätten sie vielleicht nicht ganz so auffällige Notizzettel-Dinger gemacht. Aber trotzdem. Trotzdem irgendwie nett. Okay. Wo war ich stehen geblieben? Irgendwo ist hier ein Rucksack von mir, habe ich gehört. Angeblich. Ein Überfall ist auch ganz in der Nähe. Ja, die sind echt überall, diese Spider-Man-Regale. Das ist lustig. Achtung Einheiten, um Einbruch kümmern. Officer in der Nähe, bitte in den Bereich Bryant. Nach unten kann ich nicht laufen. Schade. Oh, oh, ich glaube, den habe ich getötet. Tut mir leid, Entschuldigung, Bein gebrochen. Hallo? Ich war dir noch nie so nah. Ha, ich verstehe nicht, wo mein Rucksack ist. Ist er doch da oben irgendwo? Nee, aber hier wird das Piepsen schon so leise. Das kann irgendwie nicht sein. Ah, das hilft. Okay, gut. Ich gehe jetzt mal Richtung Missionsziel und auf dem Weg grasen wir ein bisschen was ab, oder? Alle Einheiten. Juppie! Wir benötigen nach Autounfall Hilfe. Officer an Murray Hill. Auf weitere Befehle warten. Hallo, Mr. Muggins. Wenn es um die Miete geht... Mr. Parker, dieser Anruf ist die dritte und letzte Warnung. Die Zwangsräumung. Moment, Moment. Ich bekomme Ende der Woche Geld. Ich kann...
Die Zwangsräumung beginnt am Freitag, wenn der komplette Betrag nicht vor Geschäftsschluss eingezahlt wurde. Schönen Tag noch. Ja, schönen Tag noch. Stehen bleiben. Ich will ein Spider-Man. Wo schwingst du rum? Aufhören. So, gut. Ha, ich spiele hier Spider-Man und die Merlin sammelt den Yakuza-like Dragon-Grad-Spinnen im Park. Zufall? Ja, wahrscheinlich. Mr. Lee ist vielleicht in der Küche, alles für die Party vorbereiten. Mr. Lee, oh Gott, das klingt, es ist total bekloppt, ich sag's gar nicht. Hi, Peter. Be strong! It's a mystery. Where is Mr. Lee? Da ist er, na dann. Peter. Hey, keine Ahnung, Ernie. Das ist nicht mal ansatzweise lippensynchron hier. Die Amis und ihre Motivationsposter, ja. Das passt nicht mal ansatzweise zusammen. Ich finde es vor allem immer komisch, wenn die echte Menschen echte Aufnahmen oder auch Fotos, wie es oft ist, in so Videospiele einbauen. Weil die Videospiele an sich sehen teilweise echt immer total gut aus und man denkt sich so, oh, tolle Gesichtsanimation, gerade in den Dialogen. Und dann sieht man aber nebenbei sowas und denkt sich, ja, okay, nee, eigentlich sieht es doch kacke aus. Und es ist halt so ein Stilbruch einfach auch. Okay, Mr. Lee, hallo. Hey, Martin. Sorry, bin zu spät. Du kommst genau richtig. Lenk sie einfach ab, während wir alles fertig machen. Alles klar. Hey, meine Lieblingstante. Peter, so eine Überraschung. Kann ich helfen? Ja klar. Oh, da sind ein paar Kisten in... Nein. Ich meine, noch nicht. Ich meine, ich wollte... Ich wollte mit dir reden. Okay. Okay. Peter? Hast du Probleme? Brauchst du Geld? Nein, ich meine, ein kleiner Mietrückstand, aber... Nein, mir geht's gut, wirklich. Probleme mit Frauen, hä? Huh? Was? Nein, nicht doch. Ich wünschte, du und MJ würdet euch versöhnen. Siehst du... Viel schlimmer finde ich ja, die Auflösung auf dem Fernseher ist schlechter als die vom Spiel. Ja, das stimmt, aber gut. Man muss halt Leistung sparen, wo es geht. Wundervoll. Ist sie, aber... Ihr würdet so hübsche Babys bekommen. Wow! Peter, was ist los? Komm schon, raus damit. Die letzten Jahre. Du hast mir durchs College geholfen und arbeitest hier. Du gibst immer so viel und bittest nie um was. Ich wünschte einfach, es gäbe mehr Menschen wie dich. Er hat recht. Vor 5 Jahren hast du mir gesagt, dass dich meine Mission, anderen zu helfen, inspiriert. Und jetzt inspirierst du mich. Danke, May, für alles. Und auf viele weitere Jahre. Danke nochmal für die ganze Mühe. Oh, ich wünschte, ich könnte mehr tun. May sagt immer, wenn du einem hilfst, naja. Hilfst du allen. Ja, vielleicht sollte May auch mit dem Bürgermeister mal ein Wörtchen reden. Oh, ich muss los. Danke nochmal für die Party und alles. Es bedeutet ihr viel. Wird Mr. Lee auch noch ein Superschurke? Ich habe so die Theorie, dass jeder einzelne... wichtige Charakter oder Charakter, der einen Namen hat, außer vielleicht Tante May, letztendlich dann zu einem Spider-Man-Superschurken wird.
Oder? Ich glaube schon. Ja. Hey, Peter. Hey. Ah, man kann reden mit denen. Hey, Leute, wie läuft das Spiel? Wonach sieht's denn aus? Ich gewinne. Er leidet unter Gedächtnisschwund, Pete. Ich schlage ihn. Na, das Wichtigste dabei ist doch der Spaß. Mir macht es Riesenspaß, ihn platt zu machen. Das träumst du, Lady. Spielst du mit, Pete? Nur Kleckerbeträge. Oh nein, das wird mir zu teuer. Macht ihr mal weiter. Wenn sie dran ist, dann hat er echt ein Problem. Ich würde gerne mal wieder Schach spielen. Mit Menschen. Nicht nur gegen Computer. Gegen Computer verliere ich immer. Deswegen spiele ich lieber gegen Menschen, die genauso schlecht sind wie ich. So. Sprachnachricht von Yuri. Hey, im Auktionshaus, in dem Fists Besitz abgewickelt wird, wurde ein stiller Alarm ausgelöst. Siehst du mal nach? Unauffällig. Ich möchte kein Aufsehen erregen, falls es falscher Alarm war. Fisks Haushaltsauflösung. Klingt lustig. Was der Kingpin wohl in seinen Schränken versteckt hatte? Sudala. Dann schwinge ich mal ein bisschen. Ich muss jetzt mal ganz kurz gucken, ne? Ah ja, wir haben schon wieder einen neuen Skillpunkt. Jetzt kann ich dann auch, wenn ich das lerne, Gewehre wegziehen. Ja, okay. Ich weiß auch nicht. Was ist denn das hier? Lautlose Takedowns generieren sehr viel Fokus. Mache ich nie. Schleichen ist nicht mein Style. Brecher können gegriffen und eingesponnen werden. Gegner im großen Bereich. Oh, das ist gut. Da will ich letztendlich hin. Dann sollte ich vielleicht doch das lernen. Wobei Gewehre entwaffnen auch nicht schlecht ist. Aber ehrlich gesagt, weiß ich nicht. Entrissene Waffen zu schleudern. Man lernt hier schon mächtige Sachen, ne? Ich will beide Sachen. Ich will das da und ich will das da. Das ist mir eher wurscht. Aber die beiden Stränge will ich so schnell wie es geht vollkriegen. Das wird cool. Anzüge. Warte mal, Geräte. Ich hätte gern hier wirklich, da brauche ich Verbrechensmarken. Ich sollte auf Verbrechensmarkenjagd gehen vor allem. Aber Verbrechen werden halt nicht auf der Map angezeigt. Glaube ich zumindest, oder? Da muss man zufällig in die Nähe kommen. Deswegen schwinge ich mich jetzt einfach mal von Rucksack zu Rucksack. Rucksack. Und schau mal, ob wir auf dem Weg irgendwelche Verbrechen sehen. Ups, das war nicht mal Absicht. Du warst bei der Party plötzlich weg. Ja, ich musste noch ins Labor. Tut mir leid. Schon gut. Ich wollte dir nur sagen, wie viel mir deine Worte bedeutet haben. Ich frage mich immer, womit ich dich verdient habe. Frag dich das nicht. Nach dem Tod meiner Eltern und von Onkel Ben, ohne dich wäre ich so oft aufgeschmissen gewesen. Das beruht auf Gegenseitigkeit, Peter. Ich wollte nur, dass du das weißt. Nee, ich weiß nicht was. Oh, ich glaube, Mr. Lee braucht mich. Ich muss los. Bis bald, Schatz. Hab dich lieb. Ich dich auch. Er sieht fast aus wie Spider-Man. Aha, jetzt ist mir wieder eingefallen, wie ich die Kamera benutze. Warum kann ich hier das Gebäude fotografieren? Hier nicht mehr, aber da wieder. Ach so, das zählt gar nicht. Na gut, okay. Egal. Foto. Das behalte ich. Wem soll ich winken? Mülltonne für alle! Tut mir leid, normalerweise schwinge ich. Evil Spider-Man. Damit habt ihr wohl nicht gerechnet. Ich bin sein böser Zwilling Spider-Stan.
Moment, ist das Gebäude, wo ich gerade hochlaufe, ist das das Andenken, das ich fotografieren sollte? Ah ja, das Foto gilt. Kann ich da einfach in Fenster rein fotografieren? Das Chrysler Building fotografiert. Ich meine, es ist technisch gesehen das Chrysler Building auf dem Foto zu sehen. Ein Teil davon. What? Was passiert denn hier? Guckt euch das mal an. What? Was für eine Scheibe haben die denn da eingebaut? Die hätte ich auch gerne. Das ist ja crazy. Meine Güte, das ist überall hier so. Ach, nur in den beiden Scheiben? Das ist lustig. Okay, das sind... Wow. Puh, schön. Der böse Spider-Man ist doch schon Venom, das stimmt. Im Spider-Man-Zeichentrickfilm gab es auch noch Man-Spider. Ich weiß nicht, ob es den wirklich in irgendwelchen Comics oder so gibt. Aber so ein Spinnenmutant, der wirklich so halb Spinne und halb Mensch ist und super eklig ist. Ich glaube, der hieß Man-Spider, aber vielleicht auch anders. So, Spidey. Popeidi, was machen wir denn jetzt? Hubschrauber, halt dich an den Hubschrauber fest. Schwing dich an den Hubschrauber. Geht das? Er ist leider zu schnell, den kriegen wir nicht mehr. Naja, gut. Achtung Einheit, es wurden Überfälle in der Gegend gemeldet. Überfälle in der Gegend. Überfälle in der Gegend Grand Central, over. Sind die das da? Sind das die Bösen? Überraschung! Da ist der Spinnentyp! Kommt hier rüber, Spidey! Zeig sie! Au! Okay. Ich will immer coolen Scheiß machen und mach dann einfach nur Scheiß. Ich vergesse immer das Cool dabei. Weiß nicht, mit wem du dich da anlegst. Doch, warte, ich kann mich erinnern, wie es geht. Aber das dauert ganz schön lange. Warum? Ich krieg's nicht rein. Oh Gott, das war knapp. Das war's schon? Irgendwie wirken die Diebe ein bisschen nachlässig in letzter Zeit. Ich finde es ein bisschen schade, dass das immer wieder automatisch wechselt. Ach, wenn ich keine Munition habe und ich drücke trotzdem. Nee, doch nicht. Doch, doch, irgendwie schon. Wenn ich zweimal drücke, obwohl ich keine Munition habe, dann wechselt es automatisch. Das ist eigentlich sogar ein gutes System. Aber da muss ich mich erst dran gewöhnen, weil ich bin dann immer verwirrt und will dann immer meinen Superschuss machen und dann habe ich wieder den normalen Schuss und denke mir, what? Warum? Aber gut. Der ist erst durch die Serie auch in die Comics gekommen. Genauso wie Harley Quinn in Batman. Wirklich? Harley Quinn ist ursprünglich tatsächlich aus der Zeichentrickserie. Verrückt, das hätte ich nicht gedacht. Na gut, Spidey, Popeidi, was machen wir denn jetzt? Gehen wir von mir aus dahin, okay. Wo denn? Ich möchte helfen. Der Ort ist Cathedral. Kann das sein, dass ich erst den Funkturm aktivieren muss, wahrscheinlich, oder? Damit es wirklich geht. Koppeln, aktivieren. Habe ich gemacht, das hat nicht funktioniert. Jetzt funktioniert. Man muss erst die Türme aktivieren, sonst hilft auch kein R3. Ja, warte, abbrechen, komm schon, wir haben eine Verfolgungsjagd hier, was ist denn los? So. Keine Zeit für Aussicht genießen.
Ich verliere sie! Nur weil du so hoch oben bist, jetzt jammer nicht lang. Ich weiß ehrlich gesagt nicht genau, was ich jetzt eigentlich machen soll. Ah! Das wollte ich nicht, aber gut. Immerhin kein Handy am Steuer. Endstation. Oh! Lang nicht gesehen. Das ist wirklich... Der Kerl, der hatte echt Glück gerade. So viel zur Gang, die nur zickzack kann. Aber den einen Kerl, den ich gerade aus dem fahrenden Auto geworfen habe, habe ich nicht mehr irgendwo festgesponnen, ne? Der ist einfach bei voller Fahrt aus dem Fenster rausgeworfen worden. Er ist wahrscheinlich auch tot. Wir haben schon so viele Leute umgebracht in dem Spiel. Da kann mir das Spiel erzählen, was es will. Die sind tot. Spider-Man, du bist ein Mörder. Du weißt es ganz genau. Tu nicht so. Was ist denn das für ein Symbol? Sturm auf Burg, Nebenmission. Aha. Das ist furchtbar ungesund. Gut, mir ist klar, dass sie sich um mich sorgt, aber dieses verbreitete Missverständnis muss ich aufklären. Ich bin nicht wütend. Ich bin voller Liebe. Ich zeige auf Ungerechtigkeit, Korruption und Verbrechen gegen die Menschheit, weil ich diese Stadt liebe und möchte, dass sie sich bessert. Was sie da in meiner Stimme hören, ist Liebe. Nichts als Liebe. Na dann. Oh, da haben wir eine Kingpin-Prügelmission. Yuri, ich habe eine Baustelle von Fisk gefunden. Jede Menge Arbeiter, die nichts Gutes im Schilde führen. Mach mal richtig Lärm. Wenn jemand eine Störung meldet, kann ich Wagen hinschicken. Lärm? Das kann ich. Das wird dir das Maul stopfen. Au, die haben mich voll gekombot hier. Das war gemein. Irgendwas stimmt nicht. Gut. Mein Gott, ist der tot. Ich meine ja nur. Es ist halt wie bei Batman, ne? Batman bringt die Leute nicht um. Er lässt sie nur mit schwerem Schädelhirntrauma nachts im Regen rumliegen auf irgendeinem Häuserdach, wo sie nie gefunden werden. Aber er tötet niemanden. Kann nicht ewig da oben bleiben.
müssen ihn aufhalten. Hey, Neuzugänge! Hat nicht erwähnt, dass das hier eine Mitbringparty ist? Au. Nicht zusammen! Im Ernst, ich brauche noch was für die Miete! Spider-Man, ich habe gerade erfahren, dass hier Unmengen an Falschgeld im Umlauf sind. Falschgeld? Eine aussterbende Kunst. Dann gebe ich ihr mal den Rest. Keine Chance, Onkel! Schlechte Frisuren, zu viel Parfüm. Yep, noch mehr Fistkanoven. Au, au, au. Oh, ihr macht mich fertig. Und zwar wortwörtlich. Aber jetzt! Ah, oh, schade. Ich dachte, ich erwische mehr. Mit dem Angriff. Aber gut. Au. Die mit ihren blöden Nahkampfwaffen-Kombos. Die gehen mir auf die Nerven. Sodala, jetzt aber. Ich muss mich jetzt am Anfang, ich bin deswegen bei den Kämpfen immer so still, weil ich muss mich jetzt am Anfang echt noch konzentrieren. Bis das mal, ne, ins Muscle Memory übergeht. Vor allem bei Assassin's Creed, das wir gerade eben noch gespielt haben, wieder so ein typischer Fall von ähnlicher Steuerung, aber doch ganz anders ist. Das verwirrt noch zusätzlich. Wie schön die Granaten immer genau so lange mit dem Explodieren brauchen, bis ich sie einmal rumgeschleudert habe. Auch wenn sie schon kurz davor waren. Sehr schön. Na dann. Jetzt ist ja alles ruhig, Captain. Super, noch eine Einnahmequelle, die Wilson Fisk nicht mehr für die Anwaltshonorare nehmen kann. Tatarata, zwei Basismarken. Passt schon, wir müssen nicht alle Nebenziele erreichen. Jetzt hau ich ihnen hier noch ihre Abflussrohre kaputt. Das haben die jetzt davon. Und die Palette kriegt die Firma, bei der sie sich ausgeliehen haben, auch nicht mehr. Ja, komm, nehmen wir den Rucksack noch schnell mit. Ich bin wirklich bei dem Spiel gerade so überfordert mit den Möglichkeiten, die man im Kampf hat. Anzugmodus aktivieren, Schüsse fesseln, rumziehen, schleudern, entwaffnen, Boxen ausweichen. Das ist wie die Arkham-Batman-Spiele auf Superspeed irgendwie alles. Ich meine, das dauert ein paar Stunden und dann ist man drin, ne? Aber jetzt am Anfang ist es so... Welche Knöpfe? Was war das gleich nochmal? Was kann ich hier machen? Wer bist du überhaupt? Was ist los? Sie glaubt, dank Spider-Man gehe es uns besser. Mal sehen, ob ich sie aufklären kann. Sie sind live mit J. Jonah Jameson. Ich wollte nur sagen, dass Manhattan noch nie so sicher und friedlich war. Vergleichen Sie das mal mit der Zeit, zu der Spider-Man erstmals auftauchte. Okay, gut, werde ich. Damals leisteten Polizei und Feuerwehr grandiose Arbeit. Klar, es gab Verbrechen, aber damit wurden sie fertig. Natürlich haben wir heute andere Dinge als damals. Irre, denen Blitze aus den Augen kommen, wandelnde Sandhaufen, Schurken, die aus Bienen bestehen. Hat Spider-Man die nicht alle eingewuchtet?
Darum geht es doch nicht. Bevor er ankam, gab es die gar nicht. Bestenfalls zieht er sie an. Aber oft frage ich mich, ob die nicht miteinander paktieren. Wow, ich habe noch nie jemanden paktieren sagen hören. Schauen Sie, ich meine nur, dass ich mir ungern vorstellen würde, was diese Typen tun würden, wenn es Spider-Man nicht gäbe. Arme Verblendete, wiederhören. Hey, siehst gut aus. Oh, wow, so nah war ich an Spider-Man noch nie. Ich könnte... Da war gerade ein Verbrechen. Irgendwo hier war gerade ein Verbrechen. Ja, da hinten ist es. Mach das mit der Hand. Drogenhandel und Kriminelle. Die sind ein Herz und eine Seele. Was? Ich wollte nichts kaufen. Oh, kommt schon, Leute. Ihr schafft das gerade an der Steuer vorbei. Au, was ist denn mit dem? Der kommt und mich nieder. Ich komme nicht weg. Gemein. Topo Modus. Okay. Finishen kann ich den auch nicht, das ist echt gemein. Du bist erledigt. Come on. Hau ab, Penner. Genau. Ah, Fisk hatte diese Möchtegern-Pusher im Griff. Moment, was ist das für ein Gefühl? Sollte ich ihn vermissen? Nein. Die Polizei ist unterwegs. Und ich auch. Gehen wir einfach mal durch die Stadt, als wäre nichts. Ob die uns dann für einen Cosplayer halten? Nee, obwohl wir ein neues Kostüm haben, das die noch gar nicht kennen, halten die uns für echten Spider-Man. Warum eigentlich? Würde Spider-Man hier einfach so durch den Park gehen? Wahrscheinlich nicht, oder? Denkt doch mal nach, Leute. Hey, Spider-Man! Wir brauchen dich hier nicht! Unfassbar, dass Fisk endlich verhaftet wurde, was? Achtung, Einheiten! Zeugen melden Körperverletzung. Haben Sie an einer Stelle schon? Stimmt, ein Passant hat mal gesagt, von wegen, der sieht fast aus wie Spider-Man. Stimmt. Haha, Gullideckel-Attacke! Damit haben Sie wohl nicht gerechnet. So, jetzt schauen wir mal, ob wir uns schon irgendwas leisten können mit den ganzen Marken, die wir jetzt gesammelt haben. Ah, wir haben zumindest schon wieder neue Fähigkeitspunkte. Jetzt kann ich die dicken rumschleudern. Das ist gut. Das lernen wir. Tada! Und Move-Liste. Gibt es auch was Neues? Ach so, mehrmals drücken. Stimmt, das habe ich ganz vergessen, dass wir das theoretisch können. Und ich kann jetzt auch hier unseren Superschuss um eine Ladung erhöhen. Das ist gut. Das macht Sinn. Maximal Schüsse erhöhen, schlägt weiter zurück. Aufprallen, Netzwerfer, Gegner. Aha, das verteilt sich auf andere Gegner, mit denen es... Aha, das ist schon ziemlich cool. Ich glaube, das würde ich gern upgraden. Muss ich schon sagen. Aber auch bei den Anzügen. Ich hätte gern den Anzug hier, ne? Spring in die Luft und spinne alle. Ich meine, gut, der Fokusboost ist schon echt gut. Das schon, aber trotzdem. Da bräuchte ich jetzt noch eine Verbrechensmarke für den. Dann könnte ich das machen. Naja, okay. Schauen wir mal, ob wir noch ein Verbrechen über den... Ah, da ist schon eins irgendwo. Sie dürfen dem Opfer nicht mehr wehtun. Schlag mich doch. Aber ich schlag zurück. Nimm das, Spinnenkopf. Nein, ich bin ins Wasser gefallen. Meine einzige Schwachstelle. Wirklich. Damn it. Mist.
Oh, der ist ungemütlich. Ich weiß, ich bin nicht das beste Vorbild. Aber man sollte echt keine Leute hauen. Jetzt hat er seine Beine wieder auf dem Boden, weil er vorher lag er wirklich so auf der Laterne kurz. Das war ungemütlich. Aber verdient hätte er es, ungemütlich hier auf die Polizei warten zu müssen. So, ich glaube, wir haben genug für den... Ja, für den Spider-Anzug. Bin ich gespannt auf seine Spezialattacke. Kann ich eigentlich die Anzugkraft auch verbessern? Da habe ich noch gar nicht dran gedacht. Nutze Anzugskraftmenü, um... Anzugskraft wechseln? Ich verstehe. Ich kann quasi Anzüge und Anzugsfähigkeiten, die ich freigeschaltet habe, beliebig kombinieren. Im Endeffekt, wenn ich Bock drauf habe, kann ich jetzt auch sagen, ich will jetzt hier der fantastische Vier mit der Maske sein und kann trotzdem einen von den anderen Fähigkeiten nehmen. Okay, dann mache ich mal den hier, glaube ich. Der sieht aus wie ein... Nee, wartet. Nein. Ich hätte gern Spider-Gwen als spielbaren Charakter. Ihr Outfit finde ich echt cool. Stylo Milo. Oh yeah. Das ist auch noch so Cell-Shading-Look, ne? Passt überhaupt nicht zum Rest der Welt. Total cool. Der andere Anzug ist schöner, hat sie gerade gesagt. Ist Geschmackssache. Lustig. Sei froh, dass du nicht das Spiel zum zweiten Sam Raimi-Film spielst. Da wärst du nämlich tatsächlich Game Over, wenn du ins Wasser fällst. Das ist natürlich gut. Also, naja. Alle Einheiten, uns wurde ein Einbruch gemeldet. Brauchen Officer bei Lennox Hill. Gibt es einen richtigen Comic-Anzug? Das weiß ich nicht. Ich glaube, ich würde den auch nicht erkennen. Hier haben wir noch ein Verbrechen. Sind eigentlich die Verbrechen einfach immer zufällig? Wahrscheinlich. Wirkt so ein bisschen so. Hä? Muss ich hoch? Ja, tatsächlich. Auf dem Dach. Hey, ein altmodischer Einbruch. Ich liebe die Klassiker. Ihr seid aber nicht vom Schlüsseldienst. Oh, der hat mir echt wehgetan. Ah ja, warte mal. Schalten wir den Gang hoch. Nicht den Boden berühren. Das ist schon ziemlich gut, oder? Kleiner Tipp. Klappt es weder mit Aufbrechen noch mit Eindringen. Besser Finger weg vom Einbruch. Ich glaube, die sind fusioniert. Irgendwas in meinen Spinnenfäden hat hier eine Fusion bei denen ausgelöst. Die sind jetzt alle drei eine Person. Naja, auf jeden Fall ist das... Das haut ganz schön rein, oder? Naja, cool. So, Dalle. Eigentlich wollte ich zu der Nebenmission und vorher dahin. Dann los, Spidey. Los geht's. Tja, ich merke schon, was ich heute hier so ausgepackt habe an Spielen, die ich 2020 nicht geschafft habe anzufangen, sind alle ziemlich gut, glaube ich. Werde ich noch ein bisschen beschäftigt sein. Mein nächster Gast hat einen bewaffneten Überfall überlebt. Wir sind froh, dass Sie wohlauf sind. Danke, das war so krass. Die Typen kommen einfach rein und wedeln mit Knarren rum. Schrecklich, wenn ein Geschäftsmann Angst haben muss, auf ehrliche Weise Geld zu verdienen. Ach, nur gut, dass Spider-Man vorbeikam und sie aufgehalten hat. Haben Sie nicht zugehört? Es ist seine Schuld! Ich wollte nicht laut werden, aber wenn ich bedenke, was Sie durchgemacht haben, werde ich emotional. Jared, unser Anrufer ist aufgewühlt. Gönnen wir ihm Ruhe. Mir geht's gut. Wiederhören! Sieh dir das mal an. It's a trap. Lauf. Oder? Ist das eine nächtliche Vogelbeobachtung? Ja, ich habe im Park nachtaktive Raubvögel beobachtet, als mir bei Belvedere Castle eine Gruppe bewaffneter Männer aufgefallen ist. Danke für die Informationen, Stephanie, sag Bescheid, wenn ich helfen kann. Ich werde alles von hier oben im Auge behalten.
Danke für die Hilfe, Stephanie. Was wollen bewaffnete Männer beim Belvedere? Das werden keine Touristen sein. Gibt's nicht auch? Oder ist das im 9? Das weiß ich nicht. Aber in irgendeinem gibt es ja sogar wirklich ein Zeichentrickfilm-Kostüm, das dann auch in weniger Frames animiert ist. Das finde ich total cool. Also ein Kostüm meine ich jetzt. Fisks Männer. Nicht ein gut. Schneidbargewehr. Ich hänge irgendwie fest. Okay, irgendwie haben wir Probleme mit den Wänden hier. Leise Spider-Man. Wie mache ich denn eigentlich Schleich-Takedowns? Ach so. Ich befürchte, das war's schon. Ihr habt es schon gewollt. Wie Fische in einem Fass. Schaltet ihn aus. Das waren alle. Finden wir raus, was sie hier wollten. Oh, das ging schnell. Also dieser rundum super Spinnenschuss-Special ist ja der Wahnsinn. Hallo, Elisabero, wie geht's? Der ist ja unglaublich. Damit schalte ich ja wirklich ganze Trupp sofort aus, quasi ich instant. Weiß nicht, was hier los ist. Die sind schon wieder fusioniert. Ich irgendwas auf diesem weil es so effektiv ist. Speicherstick finde. Klasse. Stephanie, ein Vogel hat gerade einen Speicherstick gestohlen. Vielleicht eine Taube. Ist das normal? Es ist Nistzeit, da überrascht mich das nicht. Ich glaube, in den Bäumen südlich vom Schloss ist ein Nest. Super, ich seh's mir an. In den Bäumen südlich vom Schloss. Ups, das wollte ich nicht. Das wollte ich eigentlich. Er hat Freunde. Toll. Gebt mir den Stick zurück, ihr dreckigen Lugratten. Womit muss ich jetzt die Tauben verfolgen durch die Stadt? Erstaunlich intelligent. Erstaunlich intelligent, ja? Hey, Tauben! Das mit den Flugratten tut mir leid. Machen wir einen Deal? Was immer Fisk euch in Vogelfutter bezahlt, ich verdopple es! Wo sind sie denn? Da sind sie. Und was ist jetzt mein Plan eigentlich? Ich meine, offensichtlich fange ich die Tauben nicht. Soll ich die einfach nur verfolgen? Ah, doch. Hab sie. Aber sie hat den Stick nicht. Oh mein Gott. Da habe ich die Taube gerade total zerfleddert, zufällig. Das ist nicht nett, Spider-Man. Niete. Ich hab den Stick. Ah, ja. Zum Laptop. Mal sehen, was Fisks Männer wollten. Dass die Taube da ernsthaft den Stick klaut, ist ein bisschen seltsam. Okay, schauen wir mal. Anscheinend wollten sie einen Wurm ins WLAN des Central Parks hochladen. So könnten sie Zugriff auf haufenweise persönliche Daten kriegen. Da fällt mir ein, selbst ich nutze dieses Netzwerk. Moment, der Ladevorgang läuft noch. Es muss mehrere Zugangspunkte geben. Stephanie, du bist mein Auge am Himmel. Siehst du irgendwas Seltsames im Park? Ich sehe zwei Virginia-Uhus und mehr Kerle an einem Anschlusskasten. Danke. Halt bitte weiter die Augen offen. Ich muss zu dem Anschlusskasten, bevor der Ladevorgang beendet ist. Ohne Zugriff aufs Laptop können sie nichts hochladen. Ist da jemand? Er ist hier! Aus dem Weg! Au! So, was jetzt? Muss ich was machen? Nein, doch. Hä? Wo denn? Ah, Gegner.
haben es auf Notfallanschlussketten abgesehen. Ich schicke dir den Standort. Danke für die Information. Ich sollte mich beeilen. Noch zwei. Hätte nie gedacht, dass ich das sage, aber wozu braucht der Central Park WLAN? Ich dachte, die Leute wollen hier abschalten. Da sind sie. Ich muss sie vom Kasten fernhalten. Ich sehe! Wo sind sie denn? Da sind sie. Verdammt! Schalten wir den Gang hoch! Willkommen zur Flugshow! Oh, die haben das jetzt gut überstanden. Zumindest teilweise. Ah, wenn die nicht zufällig gegen Wände geklatscht werden, sind die quasi nicht instant besiegt. Alles klar, aber gut. Jetzt komm schon. Schwing dich doch mal. Anstatt dir von Stempel zu hüpfen. Wir haben nur noch eine Minute und 20 Sekunden. Menschen in Manhattan können ruhig schlafen. Ihre Passwörter und Katzenvideos sind sicher. Spider-Man, Sie könnten mich gesehen haben. Oh nein. Sicher? Ziemlich. Da kommen bewaffnete Männer. Verriegel den Zugang und halte durch. Ich komme. Ich muss nur noch eben schnell diesen Turm hier hacken. Ich bin schuld, dass sie hier mit drin steckt. Bin ja quasi schon fast da. Ich bin gleich da. Versteck dich. Abraxa! Dankeschön für die erneute Bitdusche. Stimmt, das Glas ist wieder. Ah ja, stimmt. Metatron hat ja einen Abo-Token reingeworfen, der die ganzen Hündchen rausgesprengt hat. So, schnell. Wo müssen wir hin? Ich rudel in die falsche Richtung. Aber hier ist irgendwo ein Rucksack von mir. Und bei manchen Wänden hat Spider-Man ein paar Probleme hochzuklettern. Hä? Wo ist mein Rucksack? In einem Baum vielleicht? Aha. Da. Ich komme gleich, Stephanie, glaube ich, heißt sie. Ein tragbares Gaming-Gerät. Euch auf, findet die Frau mit dem Fernglas. Spider-Man, schaltet ihn aus und stoßt dann die Frau runter. Warum wurde der gerade nicht eingesponnen, bitte? Zeig mir, was du drauf hast. Au. Au. Ihr habt es so gewollt. Einfach wunderbar. Nein, jetzt haben die mich noch schnell mit einer Bombe gekillt. Come on. Ich wollte die gerade noch packen. Dann war es schon zu spät. Ja, teilt euch auf, findet die Frau mit dem Fernglas. Spider-Man, schaltet ihn aus und stoßt dann die Frau runter. Hier, ein Geschenk für dich. Achtung! Nicht den Boden berühren. Das ist für den Boss. Hilfe, was machen wir denn da, Spider-Man? Ist der schon besiegt? Anscheinend. Dann komm, finishen wir dich noch. Das waren alle. Mal sehen, was Stephanie macht. Danke, Spider-Man. Das war etwas aufregender als meine sonstigen Vogelbeobachtungen. Hey, ich danke dir. Deine Adleraugen haben verhindert, dass ein inhaftierter Gangsterboss an die Daten der halben Stadt kommt. Gar nicht schlecht, hä? Und ich habe ein Nest mit Kanada-Kleibern entdeckt, während du den Kerl fertig gemacht hast. Echte Schönheiten. Willst du mal sehen? Danke.
Ich konzentriere mich ab jetzt auf Knastvögel. Wer war der beste Spider-Man? Finde ich schwierig. Aus nostalgischen Gründen natürlich Tobey Maguire, weil die Original-Spider-Man-Trilogie ist schon irgendwie legendary, so doof die teilweise ist. Aber ich finde die neuen Spider-Mans schon auch sehr gut. Und ich finde von dem Bild, das ich immer von Peter Parker habe, ist eigentlich der neueste. Das ist Tom Holland, oder? Ist da, finde ich, schon der passendste. Ich finde, Andrew Garfield ist zu stylisch. Ich finde, Peter Parker, na, da passt Tom Holland ein bisschen besser, weil er ein bisschen jünger und nerdiger aussieht. Aber schwierig. Ich finde alle drei eigentlich auf ihre Weise gut. Okay. Meine Fotos sind die besten. Merkt man halt, dass Peter Parker hauptberuflich oder nebenberuflich? Naja, wer? Was ist los? Greift mich da einfach so ein Kerl mitten auf der Straße an? Ich sollte vorsichtiger mit meiner staunenden Öffentlichkeit sein. Fisks Undercover, Undercover-Schläger. Ja, okay, gut. Fantastisch! Fantastisch! Das Wahrzeichen unserer Stadt. Dieses The Nation Müllauto. Genial. Schön. So, ziehen wir mal einen anderen Anzug an. es gibt einen neuen. Secret War Anzug. Waffenrennen entlädt, verstärkte EMP-Spitzen, um Gegner zu betäuben und Waffen zu deaktivieren. Ich bin sehr zufrieden mit meinem Special Move, muss ich sagen. Aber ziehen wir mal ein anderes Outfit an. Oh, da gibt es sogar Trophäen dafür. Also ich meine, so das Logischste für einen Superheld, der in der Stadt agiert, wäre schon sowas da, oder? Weil da ist man auch relativ gut getarnt, man kann in dunklen Ecken sitzen, ohne gleich gesehen zu werden. Dieses flashy Spider-Man-Anzug-Ding ist eigentlich, macht nicht sehr viel Sinn. Aber wenn man Spinnenreflexe hat und quasi nicht erschossen werden kann oder so, auch nicht geheim von hinten oder mit einem Scharfschützengewehr, muss man vielleicht gar nicht so getarnt sein. Dann kann man vielleicht flashy sein. Nehmen wir mal das. Oh, Fähigkeitspunkt. Oh yeah. Ach, das kostet 2. Ja, okay, die sparen wir. Oh, das wollte ich nicht. Was ist passiert? Ich verdrück mich dauernd. Jetzt will ich eigentlich schon zu unserem Hauptmissionsziel, glaube ich mal, endlich. Also, mal gucken, wie die Story noch so verläuft und wie es weitergeht. Aber bis jetzt finde ich das Spiel zwar echt gut und es macht mir auch Spaß. Und das kann man echt super cool, gemütlich vor sich hinspielen. Aber ich finde es jetzt ehrlich gesagt bis jetzt nicht den Super-Hit, den viele drin sehen. Das ist vielleicht Geschmackssache. Vielleicht wird es noch. Kann schon sein. Ich verliere die Geduld. Wo ist die Akte? Hier ist noch jemand. Sie muss sie haben. Die Masken. Wer sind diese Typen? Hier ist niemand außer uns. Wir werden die Akte finden. Oder du stirbst. Das ist übel. Sie töten sie, wenn sie mich bemerken. Ich muss sie leise ausschalten. Yuri. Der Alarm war echt. Maskierte Schützen und eine Geisel. Sieht nach einem Raubüberfall aus.
Verstanden. Ich schicke Einheiten. Sorg dafür, dass die Situation nicht eskaliert. Alles klar. Alles klar. Dann müssen wir jetzt in der Mission schleichen. Lernen wir jetzt quasi vielleicht so richtig Stealth-Gameplay erst. Na gut, mit meinem rundum super spinnend sauber Turbo. Ich muss leise sein. Die anderen dürfen mich nicht bemerken. Okay, Ziele auf einen, auf dem Punkt am Boden. Ach so. Und dann drücke ich R1 und dann lenke ich den ab. Ach so, und dann kommt er zu mir und ich kann ihn wie so eine Raubspinne wegspinnen. Und jetzt muss ich ihm noch Säure in den Körper pumpen und dann aussaugen. Aber vorher lasse ich ihn ein bisschen hängen. Ich sollte ihn von oben einspinnen. Zum Glück können die aus irgendeinem Grund dann nicht mehr schreien oder so. Wenn ich die erstmal festgeklebt habe. Vorsicht. Du bist jetzt mal ruhig. Da kommt jemand. Sie werden mich hier unten sehen. Bin hier schon oben. Ach so. Das war ziemlich laut. Hier ist noch jemand. Bestimmt. Sie muss die Akte haben. Ah! Wenn hier jemand ist, wo denn bitte? Yanjing Zendadian. Yo, Kyler. Gegner mit Gefahrensymbolen sorgen dafür, dass du von Gegnern in der Nähe entdeckt wirst, wenn sie angegriffen werden. Du kannst Gegner ablenken, indem du Objekte einspinnst, um eine Ablenkung zu erzeugen. Moment, soll ich jetzt... Welchen soll ich jetzt ausschalten? Den da. Ja. Hey, was ist das? Ja, was ist denn das? Eine Kamera. Die gehört definitiv. Keine Bewegung. Kumpel. Ein Cent für jedes keine Bewegung und... Hey, Pete. MJ? Was machst du denn hier? Dasselbe wie du. Arbeiten. Zumindest bis eben. Oh, ich glaube, die gehört dir. Ja, danke. Also Robbie schickt dich zu einem Einbruch für den Bugle? Naja... Robbie weiß eigentlich gar nicht, dass ich hier bin. Und vor ein paar Minuten war es auch noch kein Einbruch. Aha. Ich werde es dir erklären. Ja, so ähnlich geht's mir auch, Elisabeth. Entschuldigung? Hi. Mary Jane Watson, ich berichte über Fisks Besitz. Hallo? Craig sagte, wir machen das morgen. Ich bin derzeit gerne voraus. Tja, ich nicht. Sie müssen morgen wiederkommen. Gut. Okay. Tut mir leid. Hey, Craig. Nein, tut mir leid. Wir brauchen wohl doch etwas anderes für unser Cover. Ich weiß nicht, vielleicht das Expressionistische? Wissen Sie was? Ich glaube, heute passt es doch. Sicher? Sie sind hier. Sofort ist immer am besten. Danke. Craig? Vergiss es. Alles gut. Fangen wir an.
Sehen Sie sich um und machen Sie sich mit den Objekten vertraut. Ich warte bei der Baku-Statue auf Sie. Alles klar. Na, dann schauen wir uns mal um. So hat Tatami-Rüstung. Als großen Mann, der tat, was andere nicht tun würden. Der Typ hat sich gewaltig überschätzt. Na, groß ist er. So, also körperlich gesehen. Das kann man ihm nicht absprechen. Katana! Fisk hat Peter damit bei ihrem ersten Kampf aufgeschnitten wie ein Würstchen. Pete konnte fliehen, ist halbtot bei mir zusammengebrochen und ich musste ihn mit Dads Auto in die Notaufnahme bringen. Der erste von vielen Auftritten als Schwester MJ. Zu vielen. Samurai. Ich weiß noch, als Fisk mit dem Import illegaler Artefakte begann. Er hat den Hafen gekauft, um seine Spuren zu verwischen und die Mitarbeiter entlassen, so wie Dad. Ich wünschte, Dad könnte jetzt sehen, wie sich das Blatt gewendet hat. Simcaria. War das nicht in den Nachrichten? Sith Lord, danke fürs Followen. Hi. Willkommen. Schön, dass du hier bist. Manchmal habe ich das Gefühl, als drehe sich die gesamte Weltgeschichte nur um ein paar Jungs, die sich verkleiden, um sich gegenseitig zu verprügeln. Dieses Bild kann ich nicht ertragen. Zu viel Spannung zwischen den beiden Figuren. Kyoto. So wunderschön. Ein Teil von mir würde am liebsten alles hinwerfen und um die Welt reisen. Aber mein Leben und meine Arbeit sind hier. Wie hat Fisk das genannt? Vanessa? Also das ein Zepter oder sowas, ne? Ein Gehstock. Den genau. Stock habe ich immer gehasst. Echt übel. Wer kennt denn die Kingpin so gut eigentlich? Ist sie einfach nur journalistisch irgendwie an dem interessiert gewesen? Aber dass sie den Stock dann so persönlich kennt, quasi. Das würde May gefallen. Ich vermisse May wirklich. Und wie viel bietet man für diese Sammlung von Abscheulichkeiten? Das Startgebot liegt bei 10.000 zerstörten Träumen. 10.000 zum ersten. Ich wollte gerade ihr Gesicht ansehen, ob sie wirklich redet, weil wenn sie sich das einfach nur denkt. Ich weiß nicht, was weirder wäre. Die Stimme aus der Unterwelt, hä? Huh? Die würde ich echt gern mal laut. Die redet laut. Die geht durchs Museum und redet laut. Mit sich selbst. Ha! Naja, gut. Sagen Sie, wenn Sie anfangen möchten. Klingt gut. Gleich. Ich bin gleich soweit. Ein paar Sachen noch. Holzschnitt. 19. Jahrhundert. Hat Straftaten ans Licht gebracht. Eine Enthüllungsjournalistin der alten Schule. Sie gefällt mir. Stimmt. Na gut. Dann glaube ich, haben wir es so ziemlich, ne? Dann bitteschön. Als erstes ein Knaller. Ein einzigartiger Kakimon Baku. Ein Kakimon Baku. Ist das ein Mifune? Ganz genau. Mr. Fisk hat einen guten Geschmack. Haben Sie ihn vor seiner Festnahme gut gekannt? In einem beruflichen Kontext. Ich habe viele seiner Verkäufe abgewickelt. Gehen wir doch weiter. Ja, bitte. Ich bin hier. Im PC. Geh doch einfach. Geh da hin, wo du hin willst. Ich geh dir nach. Wegfindungsprobleme. Ich glaube, ich darf hier nicht so auf die Pelle rücken, oder? Ich bin mir nicht sicher. Oder wartet die immer? Ich glaube, ich muss ihr mehr auf die Pelle rücken. Dieses exquisite Stück veranschaulicht den traditionellen Parashikomi-Tintenklecks-Effekt. Die beiden Neo sind sehr beeindruckend. Kein Wunder, dass Fisk dieses Stück gefallen hat. Das ist sein Stil. Er liebte die Dualität. Der Zerstörer schreit, aber der Schöpfer müht sich im Stillen.
War bei den Verkäufen, die Sie abgewickelt haben, jemals etwas illegal? Nein. Nein, natürlich nicht. Nein. Nicht, dass ich wüsste. Hier, die filigranen Goldintarsien dieses zeremoniellen Teeservice. Ein Freund beim Bezirksanwalt erwähnte, dass Fisk über Kunstverkäufe gestohlene Waren veräußert. Davon würde ich sicher nichts wissen. Oh, natürlich nicht. Ich frage mich nur, ob Ihnen nach seiner Festnahme im Nachhinein etwas seltsam vorkommt? Wissen Sie was? Meine Zeit wird langsam knapp. Warum machen Sie nicht schon mal das Coverfoto? Als ich meinem Freund gesagt habe, dass ich über Sie berichte, meinte er, Ihr Name käme ihm bekannt vor. Nur das Foto bitte. Stellen Sie sich dahin. Sind Sie sicher, dass Sie mir nichts über Fisks Aktivitäten sagen möchten? Vielleicht sagte sie, während sie in die Ecke guckte. Ihre Leser würden sich nicht interessieren für... Verdammt, warten Sie hier bitte. Oh, Moment. Ich kenne diese Statue. Ich muss ein Foto machen. Die dürfte eigentlich nicht hier sein. Hallo? Craig? Welche Statue? Hören Sie mich? Die Verbindung ist grauenhaft. Welche Statue denn? Craig? Ich höre Sie kaum. Sind Sie noch dran? Ach so, da drin. Ich kann jetzt nicht reingehen, sie würde mich sehen. Aber ich will dir noch ein Foto machen, Mensch. Craig, ich rufe sie zurück. Meine Liebe, ich denke, sie sollten gehen. Oh, könnte ich kurz die Toilette benutzen? In Ordnung, folgen Sie mir. Weißfotos. Sie sind so gut wie im Gefängnis, junge Frau. Ist das wirklich schön. Ja, und Sie werden diesen Ort nie wiedersehen. Die Damentoilette ist um die Ecke. Beeilen Sie sich. Natürlich. Ich bin sofort wieder da. Hallo, Craig. Komisch, dass Sie anrufen. Weil Ihre Reporterin nicht die Lobeshymnen singt, die wir vereinbart hatten. Nein, sie ist jetzt hier. Ich muss in das Hinterzimmer. Wenn die Statue das ist, was ich denke, wird das eine riesige Story. Dann solltest du vielleicht nicht die ganze Zeit laut mit dir selber reden, während du schleichst. Wenn Leute misstrauisch werden, erscheint ein Fragezeichen über ihren Kopf. Sobald ein Ausrufezeichen da ist, musst du ganz schnell weglaufen, weil sonst werden sie böse und dann ist die Mission gescheitert und du musst wieder von vorn anfangen, du Trottel. Wer ist in meinem Auktionshaus? Das gut geht? Oh mein, warten Sie, Craig. Aus irgendeinem Grund ist die echt doof. Gut. Wenn das so bleibt, dass das so abwechslungsreich ist, dann könnt ihr mich das doch nochmal überzeugen, dass man nicht nur die ganze Zeit mit Spider-Man irgendwelche Leute verprügelt. Peter hat mir davon erzählt. Fisk hat darin Beweise versteckt. Warum haben die Cops sie hier gelassen? Ich weiß, dass man sie öffnen kann. Ich finde es ein bisschen witzig, weil mich Mary Jane gerade voll an die Protagonistin von Geheimakte Tunguska erinnert. Auch in der gleichen Rolle so ein bisschen gerade. Und das ist lustig, weil das so ein trashiges Spiel ist. Also Geheimakte. Dahinter ist der Neo. Aber er sieht anders aus. Beweisfoto. Schnell, ich kann nicht mehr fotografieren. Meine Kamera ist kaputt. Mist. Zu Fisk ist sie sicher netter. Moment, warte mal, ich konnte das noch drehen. Die Statue ist beweglich. Die gebräuchlichste Pose ist verborgene Kraft. Mund geschlossen. Linker Arm runter. Er hält etwas in der Hand. Sind das die Hinweise? Brauche ich jetzt das komische Zepter da? Das da? Nimm das. Nimm es. Nimm es und gib's ihm in die Hand und bewege ihn in die andere Pose. Vielleicht lässt sich das bewegen. Ach so. Muss ich mir jetzt merken,
Ah, okay, dann muss ich nochmal schauen, in welche Pose ich ihn bewegen muss. Also. Die linke Hand nach oben, als würde er machen. Und die rechte Hand nach unten. Andersrum. Ne, warte, doch die linke. Ja, ja, stimmt schon. Im Katalog stand etwas von zwei Posen. Mund geschlossen, linker Arm runter, rechte Handfläche weist nach vorn. Gut, dass sie das mit dem Mund gesagt hat, weil das hätte ich überhaupt nicht mitgekriegt sonst. Also, rechter Arm runter, das passt eigentlich. Nur hier die Hand müsste ich noch drehen. Nee. Oder? Jetzt bin ich verwirrt. Vielleicht sollte ich den Kopf drehen. Wirklich den Kopf drehen? Gott. Der muss in die Pose auf der Zeichnung. Ach so. Warte, da muss ich mir das nochmal kurz anschauen. In einer seiner Hände ist etwas. Aber was? Okay, ich verstehe. Können wir jetzt endlich dieses Zepter da nehmen? Ah, oh, Mary Jane. Du bist so blöd. Warum denn nicht? Stimmt das nicht schon? Das muss ich nochmal gucken. Also. Kopf, er guckt. Er steht quasi so da. So. So. So steht er da. Und guckt dahin. Aha, vielleicht muss die eine Hand höher. Kann das sein? Ja, genau. Die muss ein bisschen höher. Ja, jetzt kommen wir der Sache näher. Ah, und jetzt öffnet sich die Hand hier. Crazy. Aber können wir jetzt endlich das da nehmen? Danke. Nimm es. Nimm es endlich. Geheimakte Tunguska Protagonistin. Wie hieß die gleich nochmal? Ich weiß gerade nicht. Ist egal. So geht das nicht. Nina, genau, stimmt. Nina. Wie die Nina ist sie. Das ist ein High-Quality-Geheimakte-Tunguska-Rätsel, das wir hier auch gerade machen. Das könnte Geheimakte-Tunguska mit ein bisschen Budget sein. Das geht so nicht. Jetzt muss ich aber nochmal gucken. Habe ich das Falsche genommen? Er hält etwas in der Hand. Er hält etwas in der Hand, ja. Das sieht eigentlich so aus wie das, das ich da habe, oder? Eigentlich schon. Könnte auch eventuell das da sein, ne? Da bin ich mir nicht ganz sicher. Schauen wir mal. Ja. Norman Osborn. Was ist das? Teufelsatem. Was ist Teufels... Gleich kommt der Max Gruber, genau. Das ist im Grunde Peter Parker ohne Spider-Man. Entschuldigung, Sir. Sie dürfen nicht... Yeah. Nicht gut. Wo ist die Statue? Da drin. Ich wollte gerade zum Ausgang, als ich dich sah. Du hast Glück, dass du noch lebst. Sagt der Kerl, den ich vor 5 Minuten gerettet habe. Hey, wer immer die Typen mit den Masken sind, sie wollen die Akte. Aber ich komme nicht hier raus, solange es hier von diesen Typen wimmelt. Gut, okay. Du versteckst dich da. Ich schalte die bösen Jungs aus und du verschwindest, wenn die Luft rein ist. Hört sich gut an. Schön, dich zu sehen, Pete. Ja, gleichfalls. Obwohl ich mir unser Treffen anders vorgestellt habe. Lustig. Ich habe es mir genauso vorgestellt. Hat sie ein neues Parfüm? Konzentrier dich, Pete, konzentrier dich. Was? Ja, und jetzt?
Ach so. Ja, okay, natürlich. Ich sollte die Typen ausschalten, bevor ich weitergehe. Aber wie denn? Kann ich da mich jetzt von hier? Nee, dann. Genau, gut. Okay, Pete, ich hab mich vorne versteckt. Gib mir ein Zeichen, dann fliehe ich. Alles klar, worum geht es in der Akte? Was steht drin, dass die Typen sie unbedingt haben wollen? Wie geht das jetzt gleich nochmal? Fisk sollte ein geheimes Forschungslabor dafür bauen. Mist, das war falsch. Das war auch falsch. Er nennt ihn Büchse der Pandora. Fisk und Angst. Wir müssen dich und die Akte hier rausbringen. Moment. Ich kann mich nicht mehr an die Steuerung erinnern. Kann ich nicht bitte eingeblendet werden? Oh oh, nicht gut. Zum Glück sind die echt dumm wie Brot. Gott sei Dank. Sonst wäre ich echt aufgeschmissen. So. Wie geht jetzt das andere? Das, dass ich die aufhänge, nicht der Takedown. Naja, so geht's auch, schätze ich mal. Aber ich weiß nicht mehr, wie das geht. Okay, näher ran, näher ran und Viereck. Näher ran, ja, das. Ich hätte den anlocken müssen wahrscheinlich. Da hast du recht, deswegen wird's mir nicht angezeigt. Na, nicht? Na gut, dann halt da hoch. Muss leise sein. Leise wie Schatten müssen wir sein. Ich hab schon eine Idee. Dann werde ich jetzt quasi irgendwie hier... Keine Ahnung. Ja, warum nicht? Da drauf schießen. Dann sagen die, hä, was ist denn hier los? Und dann kann ich den da theoretisch wegspinnen schon mal. Und dann können wir den da... Gute Nacht. Genau. So war das. So war das im Tutorial vor ein paar Minuten. Oh, ups. Das waren alle. Cool. Oh, doch nicht ganz alle, alle. Stopp! Nein. Ach, auf einmal kann er Gewehr wegziehen. Echt uncool, die Geiselnahme, Jungs. Wow, was ist das für ein glänzendes Zeug auf euren Händen? Seid ihr Geister? Habt noch nie mit einem Geist gekämpft. Okay, ich hab gegen Gespenster gekämpft. Aber technisch gesehen sind Gespenster keine Geister. Alle Geister sind Gespenster, aber nicht alle Gespenster sind Geister. Versteht ihr? Wow. Wow. Tägliches Ausdauertraining absolviert. Sieht antik aus. Ich glaube, ich kenne jemanden, der mir was über die Herkunft sagen kann. Das war so ein bisschen die Indiana Jones Szene, ne? Wo der Kerl mit dem Säbel kommt und dann wird er einfach erschossen. So ein bisschen war das mit dem mit seiner Superkeule und dann wird er einfach eingesponnen und fertig. Sie arbeiten nicht mal zur Heritage Arts. Habe ich nie gesagt. Hi, Mary Jane Watson, Daily Bugle. Sie werden kein Wort darüber schreiben, was hier vorgeht. Fürs Protokoll. Was wissen Sie über die Akte, die gestohlen wurde? Das gar nichts. Was ist mit der heißen Ware, die Fisk hier im Auktionshaus angeboten hat? Ihr Herausgeber wird von unserem Anwalt hören.
als wäre das letzte halbe Jahr nie gewesen? Seit wann ist Mix eine Pizzeria? Keine Ahnung, aber zum Glück gibt es noch diese Pommes. Absolut. Die besten in der Stadt. Also, wie läuft's beim Bugle? Ja. Tja, gerade kam eine wütende Nachricht von Robbie wegen meiner sogenannten Eskapaden heute. Also muss ich wohl wieder zur Rechtsabteilung. Mal wieder. Ah, wenn er den Artikel liest, den du schreibst, wirst du befördert. Also, die gruseligen Maskenjungs. Wie siehst du das? Ganz normale Härte in der Stadt. Wie siehst du das? Ich glaube, da steckt mehr dahinter. Lass uns nicht nur über den Job reden. Wie geht es dir denn? Hast du die Beförderung bekommen? Nein, aber wir stehen kurz vor einem großen Durchbruch. Du weißt, dass Oscorp dich sofort einstellen würde. Zu dem verpassten Spiel. Klar, aber Dr. Octavius arbeitet. Hab ich jetzt nicht vor, bis jetzt mit dran. Ich bin genau da, wo ich sein möchte, da, wo ich sein sollte. Das klingt ja fast, als wäre es dir wichtiger als dein anderer Job. Das sind ja völlig neue Töne von dir. In 6 Monaten kann sich viel ändern. Warum sind wir beide hier, Pete? Naja, ein Essen unter Freunden. Freunde. Das sind wir also. Wäre doch schön, also, wenn du es auch möchtest. Wir haben nicht gerade Glück im Gepäck. Ja, schon, aber ist das so schlimm? Ich meine, im Gepäck sind doch auch schöne Sachen wie Geld und Schlüssel und Himbeerlippenbalsam. Weißt du noch, warum wir uns getrennt haben? Das ist eine Fangfrage, stimmt's? Nochmal Glück gehabt. Reden wir später? Geh schon. Schön, euch wieder zusammenzusehen. Ihr wart schon immer meine witzig. Lieblinge. Selbst in den Spielen hat er seinen Gastauftritt. Level up! Schauen wir gleich mal. Neuer Anzug. Ach so, neuer Anzug stimmt nicht, aber neue Mods. Und zwar entweder Finisher generieren Bonusgeräteauffüllung. Oh, das ist ja irgendwie cool. Weil, wenn hier mein Geräteangriff Fokus generiert und mit meinem Rundum-Strubbelbubbel, wenn ich genug Gegner erwische, ist mein Finisher sofort geladen. Und wenn ich dann Leute finische, kriege ich wieder Fokus. Und dann wird da eine endlose... ne? Interessant. Und erhöht die Rate, mit der Fokus generiert wird. Ist natürlich nie verkehrt. Finde ich ehrlich gesagt besser, glaube ich, als die anderen Sachen, die ich jetzt freischalten könnte. Erhöht EP, okay. Perfektes Ausweichen. Verringert genommenen Projektilschaden. Nett, ja, gut, aber nee. Feinde brauchen länger. Nee. Das spare ich lieber. Was ist das noch? Verringert genommenen Nahkampfschaden. Das spare ich lieber auf die Dinger, weil ich glaube, da kann man super krasse Combo-Moves machen dann. Oh, neues Gerät. Ein Spider-Bot. Die Spider-Drohne. Setzt eine Spider-Drohne ein, die Gegner in der Nähe sucht und mit einem Energieblast beschießt. Klingt irgendwie schon nett. Okay, Marken. Man braucht Marken. Man muss einfach Marken sammeln ohne Ende. Und mit dem kann ich jetzt quasi super krass alles um mich rumschleudern. Dann lerne ich das jetzt mal. Und das war sogar sein letzter Auftritt. Ah, okay. Tja. In Spider-Verse war auch noch. Ach so, okay. Mission aktiv.
Ja, doch. Gefällt mir immer besser, je länger wir spielen. Musste erst ein bisschen warm werden oder muss ich immer noch, aber ich glaube, das ist sehr cool. Ziehen wir uns mal um. Nur aus optischen Gründen. Ziehen wir uns mal das fantastische Vier-Kostüm an. Bombastic Bagman. Why not? Ich meine, keine Ahnung. Ich bin's. Was machen diese Einheiten auf der dritten? Offenbar ist unser alter Freund Harmon Schuld wieder da. Schocker. Ist der nicht auf Bewährung? Tja, hat wohl nichts gebracht. Keine Angst. Harmon ist eine Pfeife. Den habe ich vor dem Betthubfall wieder in Rikers. Vor dem Betthubfall? Ich war gerade essen mit meiner Ex, nachdem ich sie vor maskierten Kriminellen gerettet hatte. Und jetzt vermöble ich ein... Moment. Ich schau mal ganz kurz. Ne? Zum Missionsziel gehen ist immer gut, aber auf dem Weg können wir vielleicht ein paar Sachen mitnehmen. Leute schockt und ausraubt. Was für ein herrlich normales Leben, Peter Parker. Bin schon da, zufällig. Oder? Ist das die Verfolgungsjagd? Ich bin mir nicht sicher. Dass keine Ausrüstung von ihrem Freund mehr im Labor herumliegt. Mir ist das egal, aber wenn die Fachkommission noch einmal kommt... Keine Sorge, Doc. Ich achte darauf, nichts liegen zu lassen. Aber ich weiß, dass mein Freund... Lass ihn weg! Endstation! Das ist wirklich dreist. Auch okay. Whatever. Noch mehr? Für Verbrecher haben die wirklich viele soziale Kontakte. Was? Wo sind noch mehr? Ans Taxi geklebt. Schön. Okay, wo waren wir stehen geblieben? Genau. Bombastic Bagman hat wieder zugeschlagen. Verdammt. Nein, einer meiner wertvollen, super Aufprallnetzschüsse. Ah. Verschwendet. Für nix und wieder nix. Wo ist mein Bag? Wo ist mein Rucksack? Da unten irgendwo. Wo ist er denn wirklich? Bin wieder da. Wie ich eben sagte, keine Sorge doch. Ich achte darauf, nichts liegen zu lassen. Aber ich weiß, dass mein Freund ihre Hilfe zu schätzen weiß. Es gibt viele Leute, die ihn nicht mögen. Dieser Hanswurst Jameson und seine Schafherde? Bitte. Menschen, die Großes auf dieser Welt vollbringen, lassen sich von Tyrannen wie ihm nicht aufhalten. Menschen wie wir. Da sagen Sie was. Doc, bis bald. Auf zum nächsten Aussichtsturm. Ich meine, dieses Aufsichtsturm-Freischalten, ich finde das einfach eine abgedroschene, lame Mechanik. Aber die macht halt wirklich jedes Spiel im ganzen Universum, weil es logisch ist. Weil man dadurch die Welt in kleine Abschnitte und kleine Häppchen teilen kann und den Spieler nicht total überfordert. Ich habe auch keine bessere Idee, wie man das macht. Aber ich finde es trotzdem lame. Aber total nachvollziehbar. Verbrechen! Schnell, holen wir uns die Marke, wenn wir schon hier sind.
Ihr habt es so gewollt! Ich verliere sie! Ich muss aufholen! Jetzt komm schon, schwing! Schwing, wie du noch nie zuvor geschwungen hast! Ich war schon so nah dran, dammit! Ja, komm, jetzt! Mach doch Dreieck! Ich weiß nicht warum. Manchmal geht's, manchmal nicht. Keine Ahnung. Haben noch keine Regeln feststellen können. Nein, nicht hoch. Das ist das Gegenteil von dem, was ich wollte. Na, also. Oh, egal. Den Dealern die Seele aus dem Leib zu prügeln, ist meine Antidroge. Ich schicke Yuri die Adresse, dann sind die Cops jeden Moment hier. So. Spidey! Ich hab Fisks Festnahme im Fernsehen gesehen. Dafür, dass man eigentlich die meiste Zeit durch die Gegend schwingt, ist ja die Stadt auch relativ schön detailliert gemacht, ne? Gutes Foto. 1072, Bericht über Bewaffnete, die Zivilisten überfallen. Alle Officer bei Hell's Deck, bitte bestätigen. Bin ich schon auf dem Weg. Diebe, ich muss dahin. Oh, es geht schon los. Jeder zweitklassige Gangster glaubt, er sei der neue Wilson Fisk. Tja, sie waren dann auch in den Knast. Vielen Dank. Bitteschön. Kein Problem. Ja, cool. Ich würde trotzdem aus irgendeinem Grund in so Open-World-Spielen gern Auto fahren können. Ich weiß nicht warum. Ich finde es schön, wenn man Autos klauen könnte. Macht überhaupt keinen Sinn. Ist eh ganz klar. Ist total bekloppt. Aber irgendwie ist das immer so meine Erwartung oder meine Hoffnung. Ich weiß auch nicht. Total doof. So. Finde alle Rucksäcke. Ach so. Dann, ich weiß auch nicht. Ich nehme mal. Nehmen wir einfach mal das da. Den Netzanzug. Oder doch lieber den unglaublichen Anzug. Ach, wisst ihr was? Doch. Ich glaube, mir gefällt der Standard-Videospielanzug irgendwie nicht so. Der weiße Spinne-Anzug. Der gefällt mir nicht so gut. Finde ich den klassischen eigentlich besser. Klassisch repariert. Ich nehme mal den klassisch reparierten. Der ist immer gut. Ey, Abraxa, danke. Oh, da wird das Glas wieder gesprengt. Oh, überall Hündchen. Gute Nacht, Abraxa. Ciao, mach's gut. Schlaf gut. Grand Theft Spider-Man, genau. So, mehr Rucksäcke finden. Ja, okay. Ich meine, oder? Nee, keine Ahnung. Nee, doch. Okay, los geht's. Nee, ich will wirklich noch Final Fantasy spielen nachher. Unbedingt. Und wenn es nur noch schnell für eine Stunde ist. Deswegen gehen wir jetzt sofort zur nächsten Hauptmission, damit wir die noch schnell machen. Dann machen wir nochmal eine kurze Pinkelpause. Und dann geht's nochmal kurz mit Final Fantasy weiter, damit wir das auch gespielt haben. Weil das habe ich mir fest vorgenommen. Die drei Spiele zumindest heute. Ich habe jetzt dann echt ein Problem. Ich weiß nämlich nicht, was ich privat weiterspielen soll. Ich würde alles gern weiterspielen. Dann habe ich noch Cyberpunk. Dann habe ich noch Yakuza Zero spiele ich gerade. So viel andere Spiele. Das ist ein ultimativ krasses First World Problem. Ich weiß. Aber ich muss mich echt entscheiden jetzt.
Zum Glück spielt die Merlin an der Xbox öfter Yakuza Like a Dragon zurzeit. Dann habe ich wenigstens nur noch die Qual der Wahl zwischen den PlayStation 5 Spielen. Ich stelle den Hörer auf gedämpfte Stimmen ein. Ich gebe dir 200 Euro, wenn du aus Final Fantasy ein Let's Play machst. Das wären quasi im Endeffekt in Patreon-Papst 2 Monate. Wenn wir das kriegen wir das... Ich weiß halt nicht, das Spiel ist sehr, sehr lange, ne? Nicht, dass ich mich da jetzt dann für 5 Jahre verpflichte. Oder so. Aber doch, also das können wir schon auf jeden Fall machen. Wenn okay ist, dass auch ab und zu gestreamt wird. Ab und zu streamen, ab und zu Let's Plays, dann würde ich sagen, ist das absolut cool sogar. Da kann ich mich nicht beschweren, ne? Ling. Knapp 50 Stunden. Ich meine, das wären theoretisch knapp 150 Folgen. Einheiten haben eine Fahrzeugkollision. Also 4 Monate. Ja. Ich sage okay. Das können wir machen. So. Habe ich mich jetzt gerade irgendwie total verlaufen oder was ist los? Ich wollte eigentlich nur schnell zu der Hauptmission noch. Da wären so viele Fotos, die ich auf den Weg schießen könnte. Aber nee, ich lasse mich jetzt nicht ablenken von diesen ganzen Nebenmissionsdingern. Auf geht's. An alle Einheiten. Ladenüberfall. Brauchen sofort Einheiten beim Union Square. Ich kann gerade nicht. Ich muss leider zur nächsten Hauptmission schwingen. Weil die eine machen wir jetzt noch. Dann ist Schluss. Hi, Herman. Echt jetzt? Gib's auf! Du wirst mich nie fangen! Hast du letztes Mal auch gesagt? Ich will dir nichts tun. Mach dich nur langsamer. Wow, überaus nett. Wofür ist das Geld, Herman? Warum fragst du? Keine Ahnung. Ich wollte nur höflich mit dir plaudern. Genug geplaudert. Aber das wäre so viel schöner, wenn wir auf der Gefühlsebene verbunden wären. Ach ja, stimmt. Du hast ja gar keine Gefühle. Komm schon, Herman. Red zumindest mit mir, damit es interessanter wird. Herman? Hab dich. Jetzt plaudern wir. Oh, Metatron. Oh, sogar noch aufgerundet. Voll cool, danke schön. Ja, cool. Machen wir wirklich. Warum wieder der Mist? Warum nicht? Du weißt, dass die Polizei dich im Auge hat.
Gut, wir alle wissen, dass du dämlich bist. Aber doch nicht so dämlich. Du musst echt verzweifelt sein. Das heißt, dass du nicht für dich selbst klaust. Du arbeitest mit jemandem zusammen. Oder für jemanden. Sag mir jetzt, wer es ist. Oder ich prügle später aus dir raus. Deine Wahl. Ich hab genug gesagt. Los, los, los! Oh, ausweichen auch noch. Na gut. Das heißt auch, Metatron, dass dadurch der nächste Special Stream erreicht wurde. Diesen Monat wird es zwar jetzt keine Streams mehr geben, aber der geht natürlich nicht verloren. Das heben wir uns für nächsten Monat auf. Das geht dann im März. Genau, und die Let's Play, also da machen wir wirklich eine volle Final Fantasy Let's Play Reihe, aber auch die beginnt dann erst zum 1. März. Quatsch, Februar. Nicht März, Blödsinn. Februar. Gib mir mal Design-Tipps. Und später. Gut gemacht, Spider-Man. Was über seine Motive rausgefunden? Hab's versucht, ist aber eher schweigsam. Außerdem hasst er mich wohl. Das geht irgendwie vielen Leuten so. Aber du magst mich, stimmt's, Yuri? Ich ertrage dich. Wow, das ist das Netteste, was du je zu mir gesagt hast. Badabang. Ich hab wohl ein bisschen Zeit. Ich könnte jetzt die Maske untersuchen. Welche Maske? Oh, hey MJ, du bist noch spät auf. Ich hab gerade die Nachrichten gehört. War wohl ziemlich spannend mit Shocker heute Abend. Ja, er war ungewöhnlich aggressiv. Egal, danke nochmal für das Essen. Was schulde ich dir? Vielleicht ein Gefallen? Du hast noch die Maske aus der Galerie. Ja, ich bin gerade auf dem Weg zum Feast Center, um sie Martin Lee zu zeigen. Martin Lee? Warum? Er hat einen Abschluss in Kunstgeschichte. Wenn irgendjemand etwas über die Herkunft der Maske weiß, dann er. Halt mich auf dem Laufenden. Wie gesagt, das könnte eine Riesensache sein. Und ich will die Story aufdecken. Klar. Und ich kann dich immer anrufen? Ja, jederzeit, aber sicher. Dann reden wir wieder. Cool. Es ist echt schwer, eine Stelle zu finden, an der man einfach hängen kann. Ah, der Kran. Wenn wir uns da an den Kran hängen, dann können wir uns wahrscheinlich einfach runterbaumeln lassen. Das würde ich nämlich irgendwie gern machen. Alle ins East Village. Ich stelle meine Hörer auf Kampfgeräusche ein. Finde vermisste Bürger. Ich muss mich noch einmal gegen falsche Anschuldigungen von MacDonald, MacGargan, alias Scorpion wehren. Wie bereits dargelegt, habe ich das Experiment. Na, er macht's nicht. Schade. Ja! Sehr schön. Einen Cyborg-Schwanz zu verleihen, finanziert. Wir wollten einen Anti-Spider-Man erschaffen, der keine Bedrohung ist und Quergeister stoppt. Ich wusste nicht, dass er irre ist. In seinem Lebenslauf stand nicht Psychopath mit Vergiftungsfetisch. Seine Klage ist nur ein Versuch, seine Strafe im Raft zu verkürzen und mich für seine Taten verantwortlich zu machen. Und dagegen wehrt sich J. Jonah Jameson. Tada! Na gut, machen wir Schluss mit Spider-Man dann, würde ich sagen. Manuelles Speichern. 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 Na gut, dann machen wir jetzt nochmal kurze Pause, 10 Minuten wieder ungefähr. Und dann fangen wir wirklich schon an mit Final Fantasy 7, jetzt im Stream. Und wie gesagt, ab Februar beginnt dann wirklich die Let's Play-Reihe dazu. Also da kommen dann erst die Stream-Aufzeichnungen, noch die paar, die wir jetzt noch heute aufnehmen quasi. Und dann geht's wirklich mit einer Let's Play-Reihe weiter. So machen wir das. Na schön, yo. Dann bis gleich.